MD News werden Ihnen präsentiert von Schaeffler. Einen schönen guten Morgen hier aus unserem IAA Motordialog Studio. Es ist Freitag, wir sind immer noch da und ich bin sogar ganz happy, dass wir zu zweit wieder da sind. Nämlich die Anke ist zurück, war gestern nicht da. Hast du Urlaub gemacht? Naja, also Urlaub, du weißt ja, wie es bei uns ist. Wir machen natürlich alle keinen Urlaub. Nein, ich war gestern anderweitig unterwegs, sowas gibt es ja auch mal. Und was anderes außer der IAA gibt es doch gar nicht. Ja, also ich muss auch sagen, mea culpa und ich schäme mich ganz doll, dass ich gestern nicht hier war. Ich habe aber auf der Autobahn, ich war lang auf der Autobahn unterwegs, weil doch einiges an Stau war. Nicht nur wegen der IAA, sondern wegen unheimlich vielen Baustellen. Ich finde das wirklich krass im Moment, wie man hier auf den Autobahnen unterwegs sein muss, leider Gottes, permanent im Stau. Also ich habe viele tolle Autos gesehen, muss ich sagen, und habe mir so meine Gedanken gemacht, was ihr wohl hier den ganzen Tag gestern getrieben habt. Aber das kannst du mir ja jetzt erzählen. Gestern war bei uns auch sehr, sehr viel los. Ich muss sagen, ich bin zum Beispiel heute, um das auch noch kurz aufzugreifen, von wegen Stau, du hast das auch, wenn du mit der Bahn fährst. Ich habe heute so ein bisschen länger gebraucht hierher, aber wir sind ja da. Gestern ging es dann hier auch bei uns los. Es war großer prominenter Besuch angekündigt, Angela Merkel, da zeigen wir nachher auch noch was, heben wir uns ein bisschen auf, ne? Da sind ja Geschichten drumherum. Weißt du, was ich aber gesehen habe? Unser Kameramann, der war ganz nah dran. Der war wirklich am nächsten dran an Angela Merkel, zumindest am Schaeffler-Stand. Fand ich gut. Das ist ja, ich glaube, ja. Der hat da schon seit Dienstag gecampt, um auf sie zu warten. So, aber ansonsten hatten wir ganz spannende Themen. Motorsport dann natürlich, weil genau das war dann auch bei Schaeffler los. Und ich würde aber auch sagen, wir haben immer wieder mal so dieses Thema autonom, elektrisch und so weiter. Das spielt sich ja immer wieder auf. Da hast du ja auch einen Talk dazu gehabt. Ich hatte einen Talk, genau, am Dienstag, am ersten Tag. Das war ganz spannend, weil es ging um autonome Dienstleistungen. Das heißt also Busse oder tatsächlich Taxen, die autonom unterwegs sind. Und ich hatte da gestern schon mal Maya drauf angesprochen, beziehungsweise vorgestern war es. Jetzt frage ich dich auch nochmal, würdest du denn in ein Taxi einsteigen, in dem kein Fahrer ist? Das darfst du mich nicht fragen. Ich bin schon in ein Auto eingestiegen und über den Highway in Las Vegas gefahren, wo kein Fahrer ist. Also er saß davor, okay, das stimmt. Aber ich weiß auch nicht, ob ich dem jetzt so gut vertraut hätte. Nee, ich glaube, das ist gar kein Thema. Ich sehe das immer wieder. Ja. Ich weiß also nicht. Gerade bei S-Bahn oder sonst irgendwas finde ich das nicht das Thema, weil es ja Schienen sind. Beim Taxi, gut, das sind Schienen, aber wenn du jetzt auf der Straße unterwegs bist. Also dadurch, dass es damals hervorragend funktioniert hat, ich wieder heil und gesund da bin, der Fahrer nicht einmal eingreifen musste, muss ich sagen, ich habe ein Vertrauen gewonnen. Aber es war noch ein Fahrer da. Also vielleicht wäre das aber tatsächlich auch so eine Übergangslösung, dass man sagt, gibt es übrigens in Pittsburgh, Uber macht gerade einen Test mit Taxis. Da gibt es 1000 User, die das nutzen können, diesen Service. Und da ist aber der Fahrer noch da und greift eben nur im Notfall ein. Also das ist... Ich frage mich dann bei sowas immer, wie schnell ist die Reaktion? Weil du bist ja, das ist ja das neue Gesetz jetzt auch, das durchgebracht wurde vom Bundesrat. Wir sind jetzt Fahrer und Technik ist quasi gleichgestellt. Ich meine, das ist ein Riesending. Ab jetzt ist der Weg frei, zumindest juristisch für das autonome Fahren. Und ich frage mich immer, wenn ich jetzt gerade zum Beispiel irgendwie im Handy rumtippen würde und dann passiert etwas, dieser Moment, diese Reaktionszeit, bis ich da nach oben gucke, ob ich besser bin als die Maschine, kann ich dir nicht sagen. Ich glaube fast, dass die Maschine tatsächlich schneller ist. Aber soweit ich das mitbekommen habe, liegt es auch noch so ein bisschen an der Geschwindigkeit. Ja, also höhere Geschwindigkeiten sind, glaube ich, logischerweise auch für eine Maschine sehr viel schwieriger zu erfassen als in der Stadt. Und deswegen scheint es wohl auch in der Stadt schneller zu gehen. Ja, würde ich gar nicht sagen. Ich würde sogar eher sagen, in der Stadt hast du viel mehr Faktoren X. Das stimmt. Also du hast halt auf der Autobahn, und das hat zum Beispiel wirklich funktioniert, wir sind da gefahren und dann hat da einer versucht, auf dem Highway reinzudrücken, wo man gedacht hat, ach toll, das ist jetzt endlich mal so eine Situation, wo man sich als Reporter freut und denkt so, passiert es jetzt nicht? Okay, in dem Moment stellt man dann fest, okay, wenn was passiert, ist blöd, ich sitze ja mit drin. Es ist nichts passiert. Das Auto hat tatsächlich automatisch abgebremst, hat rüber, sogar ein Stückchen so, ist es rübergefahren und hat den anderen reingelassen. Also da muss ich sagen, das hat schon sehr, sehr gut funktioniert. Ich glaube, weil es einfach berechenbarer ist. Es sind konstantere Geschwindigkeiten, es geht geradeaus im Normalfall. Und ich glaube, im Stadtverkehr, da hast du Hunde, Kinder, Ampeln, Fahrradfahrer, da hast du einfach so viele Faktoren X und ein Mensch. Ich glaube, jede Maschine kann einen Menschen nicht vorausberechnen. Also da gibt es keine Geschwindigkeit. Ja. Auf der Autobahn vielleicht ein Tempomat noch mit drin. Ich glaube, da kann man viel mehr die Algorithmen irgendwie sich ausdenken, als was macht ein Kind. Ein Algorithmus zu einem Kind, herzlichen Glückwunsch, wenn man das entwickelt. Ich bringe mal mein Kind mit, da können wir mal schauen, ob wir da einen Algorithmus für entwickeln können. Ja. Sag mal, das war dann Level 5, in dem du gesessen hast, oder was war das für ein Auto? Das war dann, was war das? Level 4, glaube ich. Level 4, okay, ja, weil der Fahrer noch mitfahren musste, genau. Also ich habe kürzlich eine ganz interessante Autofahrt gemacht, und zwar mit dem Chef von Subaru Deutschland, mit Christian Amender. Und da ging es natürlich auch um das autonome Fahren, denn bei Subaru gibt es ein System, das nennt sich EyeSight. Und ich fand das ganz spannend, mal mit Herrn Amender über autonomes Fahren zu sprechen.
Was glauben Sie, wenn wir mal einen Schritt weiterdenken? Also das ist ja wirklich schon, wir gehen mit riesen Schritten in Richtung autonomes Fahren. Jetzt sind wir hier in einem Auto, da sprechen wir vom Level 2, Anfang des Levels, Level 2. Was glauben Sie, wenn wir Level 5 erreicht haben, was tun die Menschen dann im Auto? Schauen die sich die Landschaft an? Schauen die einen Film oder was machen die? Nutzen die digitale Medien? Ich denke, alles werden sie machen, je nachdem, welcher Typ Mensch oder Fahrer letztlich dann im Fahrzeug sitzt. Man gewinnt halt Freizeit. Das autonome Fahren ist für mich der Inbegriff von neuer Freizeitgestaltung. Ich habe halt durch meine Mobilität auch eine Zeiteinschränkung. Ich muss von A nach B fahren, zur Arbeit, zum Einkaufen etc. Und diese Zeit muss ich im Moment noch mit nicht selbstfahrenden Fahrzeugen ja durch aufmerksames Selberfahren verbringen. Das autonome Fahren gibt mir einfach die Möglichkeit, diese Zeit anders zu nutzen. Ich kann natürlich weiter auch selber fahren und den Fahrspaß halt genießen. Oder ich genieße letztlich neue Medien, ich arbeite, ich versuche meine Freizeit zu gestalten, ich unterhalte mich mit anderen Menschen, so wie im Zug oder in der Bahn, und kann dort einfach den Freizeitgewinn für mich individuell nutzbar machen, ohne auf den Sicherheitsaspekt zu verzichten. Und ich glaube, das ist eine gute Kombination zwischen individueller Mobilität, die ja nach wie vor erhalten bleibt, also ich bleibe ja dabei, dass ich letztlich mit meinem eigenen Fahrzeug fahren kann, aber habe einen enormen Zeit- und Komfortgewinn, weil ich einfach sage, ja, das, was ich brauche an der Mobilität, von A nach B zu kommen, das bekomme ich. Und zeitgleich kriege ich noch den Zeitgewinn, andere Dinge zu erledigen. Oder was glauben Sie, zeitlich gesehen, wie lange wird es denn noch dauern, bis wir tatsächlich beim Level 5 ankommen? Also technologisch, denke ich, wird das relativ schnell machbar sein. Es gibt sicherlich noch ein paar juristische Fragen zu klären. Wer hat die Verantwortung? Wie werden Versicherungen reagieren? Auch das wird der Gesetzgeber letztlich dann auch klarstellen. Schlussendlich wird aber der Erfolg von solchen Fahrzeugen dann durch den Kunden bestimmt, der sagt, so ein Fahrzeug möchte ich haben. Ich möchte diesen Zeitgewinn gern haben. Es wird sicherlich auch autonome Menschen geben, die sagen, ich will auf jeden Fall die Fahrsituation, den Fahrspaß, das Beherrschen des Fahrzeuges, das Fühlen der Technik nicht abgeben und werden halt das Fahrzeug zum Fahren weiter benutzen und nicht um ihre Mobilität letztlich zu gewährleisten. Also ich glaube, da wird sich der Markt vielleicht von vielen autonomen, beherrschten Menschen halt zu weniger autonomen Menschen halt bewegen, zu sagen, das wird ein Prozess sein, der vielleicht über eine Generation sogar läuft, bis wir irgendwann gewohnt sind, uns fahren zu lassen. Autonomes Fahren, ja, das ist sicherlich ein gutes Thema, nicht nur für die Zukunft, sondern schon auch für jetzt. Und ich glaube auch, autonomes Fahren könnte helfen, Staus zu vermeiden. Und heute Morgen war wieder einiges los. Ich habe übrigens einen Schleichweg, den werde ich nicht verraten, aber ich bin komplett über Land gefahren und war tatsächlich nach einer halben Stunde Fahrzeit vorne in Eschborn. Und von da aus ist es nicht mehr weit zur Messe. Steht man im Moment, ging aber. Also den Weg werde ich morgen auch wieder fahren. Wie gesagt, verrate ich nicht. Wie bist denn du hergekommen? Ich bin tatsächlich heute aus dem Grund auch, weil ich komme ja aus Mainz, da war es die Woche einfach Hölle, hierher zu fahren. Das war wirklich schlimm. Das ist ja auch gerade immer noch mit Baustellen und Co. Ich dachte, ich nehme einfach mal die Bahn und fahre hierher. Und das geht eigentlich ganz gut. Wir haben ja so eine ganz schöne Mainzelbahn bei uns bekommen in Mainz. Und das ist ganz toll. Straßenbahn, direkter Anschluss zur Bahn an sich und dann hierher Messe. Das ist ja auch direkt ins Gelände rein. Also so viel zum Thema letzte Meile. Die hast du hier wirklich perfekt erschlossen. Also bist wirklich von A bis Z. Das Problem ist halt wirklich nur, wenn es einmal hakt, und das finde ich ganz furchtbar an Bahnfahren, wenn es einmal hakt, dann hakt's. Dann verpasst du den nächsten. Und das ist halt der Unterschied, wenn du 10 Minuten im Stau stehst mit dem Auto und mit dem Auto weiterfahren kannst mit demselben Fahrzeug. Ja. Ich hoffe mir dadurch auch, dass autonom vernetzt das autonomes Fahren die Stufe ist, die dann irgendwann kommt, wo wir sagen können, hier, ich kann quasi gerade meinem Fahrzeug sagen, Achtung, ich hatte von dem vorherigen 5 Minuten Verspätung, such mir jetzt bitte ein neues, um ins Büro zu kommen, eine neue Fahreinheit, mit der ich dorthin kommen kann. Das wäre toll, weil ich bin so ein Mensch auf den letzten Drücker, insofern, dass wir für mich traumhafte, utopische Welt. Jetzt ist es ja auch so, diese Vernetzung unter den Autos, die würde ja dann auch wie so ein Schwarmverhalten bei Vögeln funktionieren. Das heißt, die Autos, die autonom fahren, vernetzen sich untereinander, fahren alle die gleiche Geschwindigkeit, sodass es eigentlich gar nicht mehr zu einem Stau kommen könnte.
Das ist ja eigentlich eine schöne Idee, oder? Das ist eine schöne Idee. Wir hatten aber auch mal einen Talk genau darüber. Jetzt muss ich gerade überlegen, wer damals da war. Es war ein Wissenschaftler, jetzt ist mir der Name entfallen. Der hat aber was ganz Spannendes gesagt. Und zwar hat er gesagt, wenn Sie mal beobachten, wie wir fahren, wenn Sie beobachten, wie Sie selber fahren. Ich habe gerade schon erzählt, als wir in Vegas waren, wie der versucht hat, noch gerade so rüberzukommen. Wenn wir mal gucken, wie wir das machen, wir fahren dann doch oft nicht regelkonform. Ja. Diese autonomen Autos fahren exakt regelkonform mit dem Mindestabstand, mit dem ich bremse runter, da vorne wird die Ampel rot. Wir fahren bei so dunkelorange manchmal noch durch, damit das hier schneller geht. Das ist dann alles nicht mehr. Und der sagte dann, Vorsicht, dadurch entstehen im Zweifel mehr Staus, weil plötzlich Sicherheitsabstand, mehr Abstand zwischen den Autos ist und so weiter. Ist eine interessante Theorie, finde ich. Wir hatten das hier auch in dem Talk, als um das autonome Fahren ging, dass einige Herren gesagt haben, sie hätten doch eine sehr sportliche Fahrweise. Und dann hast du natürlich auch so dieses Problem, wenn du sehr dicht auffährst auf deinen Vordermann, sportliche Fahrweise, stoppt das Auto ab. Du hast aber die Möglichkeit, dieses System auszuschalten. So, und dann ist natürlich schon wieder die Frage, inwieweit, wenn du denn selber auch noch fahren möchtest, denn das soll zum autonomen Fahren ja auch dazugehören, wie grätschst du dir da selber quasi rein, wenn du einige Systeme ausschaltest und dann funktioniert es ja doch wieder nicht. Ja, also wie dieser berühmte, wie heißt diese Theorie mit diesem Schmetterling, wenn der eine einen Flügelschlag macht und dann hat das Auswirkungen. Ich glaube auch. Genau. Ich glaube, entweder es gibt diese wenn wir diese tollen Vorteile wollen, dann gibt es diese Zwischenvariante, nicht, dass man sagt, ah, die einen spielen nicht mit, die anderen so, ach, jetzt habe ich halt mal Lust zu fahren. Sondern entweder, ich glaube, wir müssen uns entscheiden, entweder oder. Das sollten wir aber, finde ich, nochmal beleuchten. Ich weiß auch nicht, ob da nicht die Politik sogar vielleicht Regeln aufstellen sollte, wenn man das mal so salopp sagen darf. Die sehen dann wie aus? Ja, das ist halt die Frage. Weißt du, dass man wirklich sagt, beispielsweise, Herr Dobrindt, falls Sie gerade zuschauen, genau. Wir hätten Plätzchen hätten da so eine, frei. Ja, wir haben da eine tolle Idee auch noch für Sie. Es ist ja wirklich so, man könnte vielleicht die Stadt komplett autonom laufen lassen, also dass es diese Regel einfach gibt. Und auf der Autobahn hast du die Möglichkeit, auch selber zu fahren. Ja, dann hast du die Ampelschaltungen in der Stadt. Das heißt, diese Rush-Hour, die du wirklich als Frankfurt, versuch mal durch Mainz oder Wiesbaden durchzukommen. Ja. Das ist eine Katastrophe. Ja, also da glaube ich, wäre es, auch wenn du völlig zu Recht sagst, dass es da mehr Faktoren gibt, die da irgendwie noch mitspielen, glaube ich, dass es in der Stadt durchaus machbar wäre, dass man sagt, hier nur autonom. Vielleicht auch mit Bussen. Weißt du, dass man gar nicht mehr sagt, es gibt hier einzelne Autos, sondern dass man sagt, es gibt halt diese... Kennst du den EZ10? Nee. Kennst du den? EZ10 ist ein kleiner Bus, der wird jetzt in der bayerischen Kleinstadt ausprobiert. 6 bis 8 Plätze. Vorher gab es ein ähnliches Modell, das hieß Olli. Das ist mal kurz in Berlin gefahren, saß Dobrindt. Den habe ich gesehen. Den genau. Olli habe ich den gesehen. Olli. Ja, ja. Das war so eine kleine Knutschkugel. Ja, so eine kleine Knutschkugel. Und die haben bei 6 Stundenkilometer eine Vollbremsung gemacht und Dobrindt soll sich wohl auch das Näschen gestoßen haben, tatsächlich. Und man hat gesagt... Ich glaube, die war aber vorher schon so. Kann sein. Die Nase. Und man sagt aber, in Berlin ist das einfach nicht darstellbar. Und deswegen irgendwo in der bayerischen Kleinstadt fährt EZ10, jetzt nicht mehr Olli, im Test. Und das wäre natürlich wirklich, denke ich mal, eine Alternative, dass du sagst, in Städten ab einer Einwohnerzahl und einem Verkehrsaufkommen von so und so viel gibt es nur noch diese Busse. Die kannst du steuern. Also wenn du jetzt an dieser Straßenecke raus möchtest, kannst du das eben so anmelden oder kannst die auch zu dir nach Hause eben anmelden, die Busse. Und auf der Autobahn dann doch noch die Freiheit für jeden, der fahren möchte, dass du fahren kannst. Das wäre vielleicht zumindest mal so eine Richtung, oder? EZ10. EZ10. Ich hätte jetzt gedacht, wenn es in Bayern ist, dann hast du das Franzl. Du hast das Franzl. Da kannst du mit dem Franzl ein wenig fahren gehen. Das ist doch super. Das aber weißt du, was mir auch aufgefallen ist? Da sind die Chinesen extrem gut. Warst du schon mal in China? Nein. Ich war in Shanghai. Ja. Wahnsinn. Ich war in Beijing. Wahnsinn. Ja. Was da an Verkehrsaufkommen ist, aber wie wahnsinnig gut die das lösen. Also da hast du auf einmal anstatt 3 Spuren, ich glaube gefühlt 8. Die Chinesen kennen da ja nichts. Da kommen so zwei Motorräder nebeneinander, Bus, Auto und dann stehst du quasi so Spiegel an Spiegel. Im Notfall klappst du das ein. Ja, ja. Die machen diesen Verkehrsfluss selber. Und ich die schieben sich auch so ein bisschen selber. Ne? Also wenn da mal ein Auto aneinander dockt, genau, ist gar nicht schlimm. Das, nö, das sind gehört dazu. Ich glaube, das macht man. Das nennen die Chinesen dann Connectivity, glaube ich. Wir haben uns mal connected. Zack. Aber was da, glaube ich, auch ganz spannend ist, die Chinesen kommen jetzt auch wieder zurück, so ein bisschen stärker auf den Automarkt als Hersteller. Zumindest versuchen die das Ganze. Der Andreas Kessler war da gestern. Unser Autopapst und hat sich das mal angeguckt. Ich weiß nicht, was dabei rausgekommen ist, aber mich würde vor allem interessieren, A, sehen die noch so hässlich aus wie früher die Autos, die Chinesen gebaut haben? Und B, sind die elektrisch? Und ich glaube, da schauen wir jetzt einfach mal rein. Autos aus China waren lange Zeit Kopien anderer Autos mit
katastrophal schlechten Crashtestwerten. Das ist vorbei. Seit jetzt gibt es nämlich Chery. Chery gibt es in China schon länger, in Europa aber eben noch nicht. Es soll demnächst ein Auto geben, das Exeed TX heißt. Das ist das, was Chery hier präsentiert auf der IAA 2017. Neben mir steht Jochen Tücking, der das Ganze technisch verantwortet. Herr Tücking, was ist das Besondere an diesem Auto? Warum wird es hier präsentiert? Wir präsentieren den Exeed TX in Frankfurt aus mehreren Gründen. Zum einen wollen wir die Marke Chery in Deutschland bekannt machen oder in Europa bekannt machen. Zum anderen wollen wir der Welt zeigen, dass wir mit diesem Auto bereit sind, mit der internationalen Konkurrenz den Kampf aufzunehmen. Das Auto ist konstruiert in China von chinesischen Ingenieuren oder gibt es da Zusammenarbeit mit anderen großen Firmen, die man kennt? Joint Venture wäre das Stichwort. Chery ist ein eigenständiger Automobilhersteller. Natürlich arbeiten wir mit internationalen großen Zulieferern zusammen. Wir stehen hier vorne am Fahrzeug. Wir sehen die Lichter zum Beispiel in Zusammenarbeit mit Hella entwickelt. Wir arbeiten zusammen mit Getrag im Bereich der Getriebe. Wir arbeiten mit Bosch ZF zusammen im Bereich der Lenkung. Grundsätzlich ist aber das Fahrzeug an sich vom Chery eigenen Team entwickelt in China. Das ist richtig. Hört sich zeitgemäß an. Ich habe vorhin von katastrophalen Crashtests gesprochen. Das ist ja ein wesentlicher Bestandteil, wenn man so ein Auto in Europa zulassen will. Wie sieht es bei dem hier aus? Ja, ich glaube, was Sie angesprochen haben, ist heute nicht mehr denkbar. Wir entsprechen mit diesem Fahrzeug den notwendigen oder den Anforderungen, die von China NCAP gestellt werden. Dieses Fahrzeug ist fertig für eine 5-Sterne-Kategorie im China NCAP. Und was die passive Sicherheit angeht, sind diese Anforderungen sehr ähnlich und vergleichbar mit den Euro NCAP-Anforderungen. Wenn das Auto auf den europäischen Markt kommt, wann wird das ungefähr sein? Ein genauer Markteintritt ist im Moment noch nicht festgelegt. Das Fahrzeug, wie Sie es hier sehen, wird im nächsten Jahr in China auf den Markt kommen und im Laufe der nächsten Jahre dann auch in Europa verfügbar sein. Gegen welche Mitbewerber wird es antreten in Europa? Wir haben uns aufgestellt, um mit Konkurrenten wie zum Beispiel dem Ford Kuga, dem Mazda CX-5 oder einem Hyundai Tucson. Und wie will Chery gegen diese Autos bestehen? Nur über den Preis? Nein, definitiv nicht über den Preis. Wir wollen bestehen durch eine Kombination aus dem Design, wo wir denken, es entspricht dem Design für unsere Zielgruppe, den jungen, wie wir es nennen, Urban Lifestyle-Gruppen. In Kombination aus Design plus einer Technik, die absolut auf globalem Standard ist. Und wir haben ein hohes Augenmerk gelegt auf Konnektivität des Fahrzeugs. Und wird der Exeed TX mit einem Dieselmotor kommen? Nein, mit Sicherheit nicht. Wir planen im Moment für Europa drei verschiedene Powertrain-Alternativen. Einmal ein 48-Volt-System als Hybrid, dann ein Plug-in-Hybriden und eine Voll-EV-Version. Okay, viel Glück und vielen Dank. Sieht auf jeden Fall aus wie ein Auto, würde ich sagen. Hast du vorne das Zeichen gesehen? Sieht so ein bisschen aus wie Toyota fast. Ja, ne? Ja, die sind ja alle, machen ja alle. Aber ich sag mal, Kühlergrill, Design, Chassis, schön gebaut. Und immerhin es war mal wieder ein rotes Auto. Wir haben ja schon festgestellt, es gibt gar nicht so viele rote Autos in dieser Saison hier auf der Messe. Es gibt ja viele so wirklich so knallgrüne, knallgelbe. Dann bei BMW hast du vor zwei Jahren was dieses Taubenblau. Da hat sogar Ferrari ein Ferrari in Taubenblau auf den vorgestellt hier auf der IAA. Da habe ich gedacht, alter Schwede, also das geht nicht. Das muss so sein. Das ist so, nee. Weißt du übrigens, wer hier war? Den hast du, glaube ich, verpasst, weil du unterwegs warst. Jean Todt war hier, weil du gerade Ferrari sagst. Der war da. Nee. Der war hier und hat eine German Brezen gegessen. Mag die total gerne. Hat gesagt, er mag viele deutsche Sachen. Ich konnte nicht so aus ihm rauskitzeln, was er denn so alles mag an deutschen Sachen. Aber es war sehr lustig. Wusste er auch nicht und hat in dem Moment gedacht, hätte ich mal nichts gesagt. Nerd. Ja, da war ein Kollege dabei, den du auch kennst von der Formula E. Der stand daneben, der hat sich kaputt gelacht. Also es war sehr, sehr lustig. Vor allen Dingen, der ist ja sehr klein, Jean Todt. Ja, ne? Sehr, habe ich gehört. Das war das Einzige, was ich gehört habe. Er war sehr, sehr klein. Sehr, sehr klein. Jetzt sind wir, also ich meine, wir sind ja natürlich auch relativ groß, wir beide. Aber das war schon so, ne, so Köpfchen war da locker so dazwischen. Was habt ihr denn so gequatscht? Was wir so gequatscht haben?
Naja, also wir haben natürlich auch über Michael Schumacher, wie er so charmant sagt, gesprochen, aber da sagt er natürlich auch nichts weiter. Ich nehme mal an, dass er schon informiert ist, wie es ihm gehen wird, aber er hat da auch nichts weiter gesagt. Er sagt, er findet es total spannend, sich hier auf der Messe umzuschauen, und was er auch gut fand, das weiß ich gar nicht, ob wir da uns überhaupt schon mit beschäftigt haben, sollten wir aber noch, Facebook und Google sind hier auf der Messe. Und das war für ihn auch ein Thema, dass er sagt, so diese Social Networks und diese Connectivity und diese ganzen Themen findet er also sehr, sehr zukunftsorientiert. Und da wollte er sich auch noch umschauen. Mhm. Warst du da schon da? Hast du da schon was gesehen? Nee, da war ich noch nicht da. Ich habe ja leider, ich habe ja meinen Stab weitergegeben. Ich war letztes Jahr so die New Mobility Beauftragte. Ja. Jetzt hat ja der Olli das Ganze übernommen. Ich habe so noch gar nichts in diese Richtung geguckt, aber ich habe ja heute auch einen sehr, sehr spannenden Talk hier um 11.30 Uhr um das Thema Startups. Und da sind auch ein paar sehr, sehr interessante Ideen dabei, die natürlich auch genau mit diesem Thema zu tun haben, sogar einen Schritt weitergehen. Künstliche Intelligenz habe ich einen Talk-Teilnehmer. Also es wird super spannend. Insofern, wir sollten uns definitiv ja auch nochmal anschauen, was die da machen. Das denke ich auch. Also auf jeden Fall. Ich glaube, da werden wir da später auch nochmal reinschauen, was der Oliver uns so alles gebracht hat an spannenden Themen. Was ich aber auch spannend finde, ich habe ja früher mal in Frankfurt gelebt. Also ich kenne mich hier zwar so ein bisschen aus, aber ich weiß gar nicht, ob die Messebesucher so wissen, was man hier so alles machen kann. Wüsstest du das denn so ad hoc? Oder guckst du dann in Social Networks, wo ist heute Abend was los, wo könnte ich noch hingehen? Na, ich glaube, man hat ja immer so, man ist ja bei sowas dann doch irgendwie immer so ein Kaninchenmensch. Ne? Kaninchen, die verlassen ja ihren Bau so ungern und bleiben dann immer so ein bisschen im Umkreis. Mhm. Man hat halt so seine Hotspots. Ne? Aber Frankfurt bietet ja wirklich unglaublich viel, finde ich. Da hast du ja die Ebbelwoi-Kneipen und du hast halt das wirklich so dieses Big City Lights. Also da ist wahnsinnig viel da. Ja. Und tatsächlich, um dann endgültig zu gucken, was so geht, gucke ich mir dann schon auch immer, gibt es tolle regionale Magazine, also wirklich dieses Prinz-Magazin zum Beispiel, finde ich wirklich toll, ohne jetzt hier Werbung machen zu wollen. Da steht alles toll drin und gucke ich auf jeden Fall mal nach. Ne? Ja, also du hast natürlich recht, es gibt ja auch viele Messeaussteller, die einladen, die sagen, heute Abend ist hier noch eine Standparty oder sowas. Also rund um die IAA ist natürlich jede Menge los. Und wir haben unsere Kollegin Maja Sommer auf Reisen sozusagen geschickt und sie hat uns einige Hotspots in Frankfurt einmal näher gebracht. Ich stehe jetzt mitten in Frankfurt am Main. Den Subaru XV, den habe ich geparkt und jetzt mache ich mich über den Eisernen Steg, eine reine Fußgängerbrücke, auf den Weg zur Innenstadt. Wir sind hier mitten auf der Zeil, einer der größten Einkaufsmeilen Deutschlands. Wer also nach dem Messebesuch noch Lust auf Menschen, Massen oder Shoppen hat, der kann hierher kommen. Die Zeil ist von der Messe aus per S oder U-Bahn sehr gut zu erreichen. Das ist das Herz der Stadt, der Römerberg. Das Gebäude hinter mir ist das Rathaus Frankfurts, der Römer. Seit 600 Jahren wird dort regiert. Es ging früher Kaiser ein und aus und mittlerweile ist es der Sitz des Oberbürgermeisters. Und das ein oder andere Mal winken Fußballstars vom Balkon dort oben herunter. Hier ist jede Menge los. Normalerweise ist der Römerberg autofrei. Aber das eine oder andere schicke Mobil ist hier erlaubt, wie dieses Bierbike. In der Frankfurter Paulskirche fand im Jahr 1848 die erste Nationalversammlung statt. Dort wurde also deutsche Geschichte geschrieben. Wer wie ich Japan und Süßes mag, der ist in Iimori genau richtig. Hier gibt es Leckeres für zwischendurch. Und es ist wie ein Ausflug in eine ganz andere Welt. Dieses Getränk hier ist typisch für Frankfurt. Der Ebbelwoi. Und wer nach so einem langen Messetag den Abend gemütlich ausklingen lassen möchte, der kann das rund um den Römerberg
und auch in Sachsenhausen in einem der vielen Ebbelwoll-Kneipen tun. Ja, und ich gönne mir jetzt auch mal einen Schluck. Lecker. Ja, Maja, lass es dir schmecken. Das Gut Frankfurter Stöffsche. Ich glaube, wir haben was falsch gemacht. Der Ralf darf Hostessen gucken gehen, die Maja darf Ebbelwoll trinken. Und was machen wir? Wir stehen hier so am trockenen Tisch. Ja. Irgendwas ist da verkehrt gelaufen. Das wäre jetzt mal der Hinweis. Vielleicht könnt ihr uns mal was zu trinken bringen. Wir freuen uns darüber sehr. Ja. Jegliche ja, Form. Die Regie guckt, wir nehmen gerne was zu jegliche, trinken. Jegliche Form, jegliche Form von Kaffee. Genau. Um diese Uhrzeit ist Kaffee. Weißt du, ich finde, man könnte ja... Ich habe heute Morgen, als ich hierher lief, also auf dem Messegelände schon, da gibt es einen Stand mit Pulled Pork, Pulled Turkey, Pulled, weiß ich nicht was alle. Die haben wirklich jetzt schon das Fleisch auf dem Grill. Ja. Dafür Pulled braucht man das ja, ja aus Dauer Pulled, ein bisschen. Ja, ja, das ne? weiß ich, aber das roch schon so. Und da dachte ich so morgens, so kurz nach dem Frühstück, hast du hier schon irgendwie das Mittagessen in der Nase sozusagen. Ja. Also ich finde, es ist sehr umfangreich, das Essensangebot hier auf der Messe, findest du nicht? Ich habe ehrlich gesagt noch nicht viel davon gesehen, ich muss jetzt ehrlich sagen. Ich habe aber dafür die ganzen Kaffeestände hier gesehen, die sind ja, sehr die sind umfangreich. Super. Ich habe da übrigens auch so eine Anregung an die Automobilindustrie. Wenn ihr in Richtung Smart Driving geht, dann achtet nicht nur darauf, dass das Auto vernetzt ist, sondern dass auch in dem Auto standardmäßig, wie eine ESP, eine Kaffeemaschine ist. Das hat Merkel gestern gesagt, bei Audi. Hat aber nicht Kaffeemaschine. Merkel hat gestern bei Audi gefragt, wo ist denn die Küche? Hat sie gesagt? Hat sie gesagt. Hat sie gesagt. Und der Journalist nahm das dann auch auf und sagte, naja, mal gucken, in 2 Jahren auf der IAA, vielleicht haben wir dann auch eine Küche im Audi. Aber das ist eher so ein Dinger für die Caravans natürlich, für die Wohnmobile. Ne? Ja, ja, sie fragte nach einer Küche. Ich würde mich mal interessieren, was die Merkel da kochen würde. Saumagen? Saumagen. Glaubst du, Merkel ehrlich? Kocht selber? Nee, ich habe sie nämlich gerade gefragt, was will sie denn in der Küche? Also das ist ja, da kann ich wieder nur mein klassisches Beispiel nennen, das ist der Veganer beim Metzger. Was will denn die Merkel in der Küche? Außer ja, ein Glas holen und Kühlschrank aufmachen. Sie kann bestimmt kochen. Ja, Wasser. Ich finde, das sollten wir mal rauskriegen. Wir laden sie mal zu einer Kochshow ein. Frau Merkel, Sie kochen Wasser, wir machen den Rest. Ob sie das wohl machen würde? Ich glaube, wir kochen doch alle nur mit Wasser, oder Frau Merkel? Ich ja. weiß es nicht. Also ich finde, wir sollten mit dem Herrn Dobrindt noch. Ja, ich finde ja. das super. Ja. Das finde ich wirklich gut. Dobrindt und Merkel machen ein 5-Gänge-Menü. Ja, Smart Cooking. Ja, im Smart. Audi oder so. Im Audi. Ja. Da gibt es ja auch so Kochbücher, wo du quasi vorne grillen kannst. Aber Smart Cooking im Audi? Nee. Naja, Smart, andere Firma. Achso, den habe ich jetzt, hätte ich Kaffee gehabt, liebe Regie, dann hätte ich den Witz verstanden. Also da merkt man schon, das geht hier nicht mehr gut lange. Ich würde auch sagen, wir verabschieden uns jetzt so langsam an der Stelle. Wir haben ja auch was Spannendes, was wir jetzt im Anschluss sehen. Sehr, sehr Spannendes, genau. Und mir macht das unglaublich Freude. Also ich muss sagen, wenn ich überlege, alles elektrisch, dachte ich am Anfang, ich bin ja so ein Motorsport-Fan. Da hatte ich so ein bisschen Angst, dass natürlich gerade da, ich meine Formel 1 und Co., wir wissen es selber, ja, da sind natürlich die ganzen... Schadstoffe, die man da in die Luft ballert, jetzt nicht unbedingt gering. Und ich finde ganz, ganz großartig, vor 3 Jahren gab es eine neue oder wurde eine neue Serie auf die Straße gebracht, die Formel E. Und wir haben den aktuellen Formel E Weltmeister bei uns und zwar den Lucas Di Grassi. Und mit dem und zusammen mit dem Herrn Gutzmer von Schaeffler sprechen wir genau darüber, über die Formel E, wie die sich verändert hat in den letzten Jahren, was für Chancen es dadurch gibt. Und natürlich schauen wir nochmal auf den emotionalen Moment zurück mit Lucas gemeinsam, als er diesen Sieg geholt hat, nachdem er 2 Jahre lang quasi dran vorbeigeschraubt ist. Warst du denn da dabei? Ich war in Berlin mal dabei, aber dieses Jahr, also diese Saison leider noch nicht. Aber wie ist das denn, wenn du da stehst und man hört die Autos ja nicht? Also du das sagst ja gerade selber, das ist ja sehr laut normalerweise. Vielleicht wird er nachgerüstet mal mit so einer Sound-App, aber ich finde... So wie bei Porsche. So leise ist es gar nicht. So leise Ehrlich? Ist es nicht, wie man denkt. Okay. Das ist natürlich nicht vergleichbar, wenn man einmal so am Hockenheimring steht und DTM oder so ist auch noch... Weil der Hockenheimring halt sehr kurz ist. Ne? Das ist eine sehr kurze Strecke, da hast du halt permanent quasi so ein Dauerdröhnen, das schon sehr, sehr, sehr laut. Aber die sind, hat eine ganz andere Anmutung, wenn so ein kleiner Flitzer da rumkommt. Das würde irgendwie ganz komisch klingen, wenn der so dröhnen würde. Das ist so was Geschmeidiges, so was Schnelles, einfach so ein Wusler irgendwie. So der Philipp Lahm der Nationalmannschaft quasi. So ein kleiner Wusler, so ein Schneller. Ne? So, bevor es jetzt hier ganz absurd wird und wir noch in Fußball reinkommen, würden wir sagen, wir verabschieden uns nochmal. Für Bis Sie später. Zu Hause den Beitrag mit Lucas Di Grassi. Bleiben Sie dran, wir sehen uns dann später. Tschüss. Tschüss. Die News wurden Ihnen präsentiert von Schaeffler.
3 years ago, a new racing series was brought on the street and right into the middle of our big cities, the Formula E. But it was not only the idea of putting the series into an outstanding setting, it was the idea to put the vision of new mobility into the mind of people. Well, so far as the series started, some people said racing with electric cars is just like soccer with women. So we're going to figure out what changed in the last years and what results the Formula E brought to the e-mobility today. And I'm so glad that I can talk about that with Professor Dr. Peter Gutzmer, Deputy CEO and Chief Technology Officer of Schaeffler, and with Lucas Di Grassi. I think everyone knows him, he's the reigning champion of the Formula E. Welcome. So, Mr. Gutzmer, do you like women's soccer, or why did you join the Formula E from the first second on? I could give a very easy answer. I like soccer in general, so why not soccer? Women playing. They play very tough, and he as a Brazilian also knows that. But no, honestly, I think the future of mobility is electrifying the whole powertrain, and at the end it will be electric. And if we remember back more than 100 years ago when car industry started, the first engineers, the first car guys, they immediately ended up in competition. So those cars were slower than horses, than horse carriages. So the people were surprised. They were stinking, they were noisy, they were slow, but still they improved. So we should not compare with current one. That's a new approach, that's a new challenge, and that's the future. And competition, engineers, everybody, people like competition. And that's the ideal transport medium, the transport car racing for the future of mobility. I think if they had seen your victory last season, they wouldn't have said that, because it was a very emotional moment. So we just have a quick look at this moment to understand what Formula E is about. Thank you. What can I say? An amazing weekend. We did the job yesterday with the race win and pole position, and today we brought it home, the car. A few points, enough to seal the title. So 2017 World Champion of Formula E. Thank you very much for your support. Thank you very much for watching, for cheering for me and for the team. Thanks for the support, for all the partners, for Ab, Schaeffler, Audi, all the sponsors, everybody that was with me this year. I really appreciate it, and see you next season. So, when you see those pictures, still heart beating? Yeah, of course. It was a very emotional win in Montreal. There was a lot of effort going on. The championship is extremely difficult. The level of competition is extremely high. We have more manufacturers than Formula One involved in Formula E. We race only in street circuits. There is no margin for error. So to win a championship in its third year, after 2 years being so close and not winning it, it was a great comeback, and 100 kilos less out of my shoulder. So we had a very big party. We celebrated a lot. How do you stay tuned? I mean, you said it right before, you were 2 times so close, and then now you finally did it. How do you stay tuned? What's your secret? I don't know, just pushing hard, just being focused, try to optimize every opportunity, every point, every race. It's very difficult to be consistent in Formula E because of the lack of testing. The tracks are all brand new for everyone. So we managed through consistency win the championship. And how important is the team that's beside you and with you? The team is a great part. So actually three different players. The team, the operational team, which did a fantastic job. Our technical partners, like Schaeffler, we had our own drivetrain, so the motor, inverter, gearbox, all the rear end of the Formula E car is free to develop as you wish, but keeping the same battery and chassis for everyone. So it's actually very close together, because you can only develop some parts, but without the know-how and the technology understanding and performance of this drivetrain, would have no chance. So combining these 3 points, we managed to achieve to beat any other driver and claim the title this year. So, Mr. Gutzmer, you are also part of the team, and you were on site when Lucas clinched the title. Tell me a bit about that day. What did you feel in that moment when you were standing there and
he really succeeded? Yeah, I think it was very close to what Lucas felt. For us, it was a kind of adventure getting into that. We decided to bring Schaeffler as a company, a well-known supplier in the automotive industry, into the future. And future, as I mentioned, future of mobility is electric. And to show our competence, like I mentioned, it is important to compete. And that's how we started. And of course, there's, if you do something new, if you do something surprising, if you do something that some people are even laughing about, you are a little nervous. Is this okay? So I knew right from the beginning that the colleagues around UPT, very, very tough racers, very competent racers, and I of course knew Lucas, a very encouraged and also focused, well-known and a winning driver. So the package was okay. And in the beginning, honestly, we were the weakest point because we were the unknown. The powertrain, we've never made racing powertrains. We've never made e-motors. All the others were experienced in this field. So this was in the beginning. And after three years, second year of our powertrain, first year was with a standard, being in that position, this is outstanding. And so it was more than one ton that I lost on my shoulders to really be there. And I was really happy. I was not happy for me, a little bit for me as well, of course, but most for the team that we have built it up, because it's racing is team. Everybody has to do his job and have to contribute. At the end, it's the driver. At the end, it's luck that you need to have. We had bad luck in the second season. There was a huge chance to win even there. But at the end, it went down. This time, the luck was on our side. And so it was the luck and the knowledge and the nerves. Yeah, I have to keep it calm all the time. Yeah, no, he did an outstanding job. I couldn't have done it. So I was really not sitting. I was back standing. And forth. All right. So following the last season, it was quite obvious that you didn't have the fastest car. But what made you nevertheless win this title? Team, like Professor Gutzmann said, a team spirit, a team effort all together. We didn't have the fastest car, but we managed to have the best team. We did the least amount of mistakes on the team side, on my side. Reliability of our drivetrain was impeccable. We had zero reliability problems the whole season. So putting all together, we had a very, very, very good consistency. We managed to be on the podium 7 times, win 2 races, and claimed the title in the last one by a good margin, by a 24-point margin, which is the highest one in Formula E history so far. Congratulations at this time again. So what is the role of Schaeffler in the Formula E? Because it's very important for you, I see, and we feel it when you talk about that. Yeah, I think we are a little bit like the competitors, founders of something very new. And so this is kind of entrepreneurship. This is kind of something new, and we are proud of that. And I really believe that Schaeffler, with what we have decided, what we have done in the team, has contributed to the success of this series. Of course, like Lucas said, this was the combination, but everybody can be proud of what had been accomplished. And we are proud and happy that we will continue for the years to come in that combination, with addition of the Audi colleagues now. And hopefully be and show the same success. That's a good point. Audi is joining this race too. What is the difference in the next season, in the upcoming season, role of Audi? Yes. I think in the beginning, as I mentioned, it was UPT, Hans-Jürgen UPT and his team who really got into that, who really built the German team. We joined later on, and when we talked together for the powertrain, and we, right from the beginning, had a very nice and very successful support from Audi. So Audi was watching that, was supporting us. But mainstream was UPT and Schaeffler. And from now on, Audi takes over the leadership. We are same relation that we had with UPT before, with Audi now.
So it's a joint team of Schaeffler and Audi for the powertrain, for anything around the powertrain. The development of the car is now complete responsibility for Audi, and for the team during race, for any race related activity, this is the up team. So the responsibility, the roles are changing. For us, for Schaeffler, the role is more or less the same. And I'm very pleased that we could sign with the Audi team another 3-year contract. So we will stay. And we laid a very nice, and this is what I'm also proud of, we laid together with Lucas, with the up guys, a very nice foundation for Audi. But on the other hand, they are challenged now. I think they have to prove that they are as good as we had been. So how do you challenge them? We're going to keep pushing. Of course, it will be very hard to win a title again. Formula E is becoming more strong. Other manufacturers are joining. But I think we have a good team. I've been with Audi since 2012 in LMP1, in the World Endurance Championship, and then Formula E now. So I believe that Audi has the capacity to build a very strong team too. We have the support from Schaeffler, we have the support from Abt. So I think I'm very happy to stay where I am and fight for more titles in the next years. So the e-mobility is a very strong topic here on IAA. What did you see today of the new mobility here on this trade fair? Yeah, I think it's we always said this is not something that happens once, or this is a kind of digital move into e-mobility. So that's a very important need that we have the ecosystem working. That means we need cars with electric or hybrid drives. We need to have the supply of the electric energy and the creation. Verkehrssicherheit ist sein Thema. Bei mir sitzt der Präsident der Deutschen Verkehrswacht. Herzlich willkommen, Professor Kurt Bodewig. Ich freue mich, bei Ihnen zu sein. Ich freue mich, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Und schon geht es richtig los. Alarmanlage bei einem Auto ist auch natürlich eine Sache der Verkehrssicherheit. So. Das war natürlich jetzt klassisch, ne, ja. Herr Bodewig. Ja, aber es gehört natürlich auch zur Verkehrssicherheit, genau, ja. Die Alarmanlage an den Autos, wobei natürlich Sie mehr den Blick auf die Straße haben. Und ich weiß, es wird in den letzten Monaten immer wieder darüber diskutiert, dass keine Rettungsgassen gebildet werden. Das ist für Sie wirklich auch ein Schwerpunktthema, würde ich mal sagen. Warum ist das denn so schwer? Warum verstehen das die Menschen nicht? Eigentlich ist es eine relativ einfache Regel. Die letzten beiden Spuren, dazwischen bildet man die Rettungsgasse. Wir versuchen es mit einfachen Mitteln auch zu erläutern, immer wieder dafür zu werben. Eins unserer großen Probleme sind natürlich die Gaffer. Und das ist ein Problem, wo ich einfach nur appellieren kann. Auf der einen Seite, und auf der anderen Seite brauchen wir eine härtere Regelsetzung. Das geht nicht, damit werden konkret Menschen gefährdet. Was sind denn für Sie noch wichtige Themen, die vielleicht in den nächsten Wochen und Monaten unbedingt angegangen werden müssen? Also vielleicht, wenn wir es auf Jahre ausdehnen dürfen, dann ist eines der wichtigsten Themen für die Verkehrssicherheit das Thema autonomes Fahren. Ich glaube, dass im Endergebnis autonomes Fahren dazu führen kann, dass wir viel stärker an diese Vision Zero kommen, also keine Verkehrstoten, weil die Technologie dann einen Teil der Problemstellung wegnimmt. Aber auf dem Weg dahin, da müssen wir aufpassen. Und ich will ein Beispiel nur sagen. Also das, was zurzeit in Wien diskutiert wird im internationalen Abkommen, dass in den Phasen bis zum Level 5, also dem vollautomatisierten Fahren, es zum Beispiel vorgesehen ist, dass in der Gefährdungssituation die Verantwortung an den Fahrer zurückgegeben wird. Und das soll in 4 Sekunden passieren. Das ist der aktuelle Stand. Das reicht nicht. Also da müssen wir eine Technologie haben, die mehr im Vorhinein eben warnt, die mehr Gefahren ausschließen kann, also erstmal analysieren, um sie dann auszuschließen. Das sind so Punkte, und deswegen bin ich heute auch gerne auf der IAA, weil ich mich mit den Herstellern der Fahrzeuge, aber auch mit denen, die eben hinzuproduzieren, nämlich gerade im Bereich der Sensorik, gerne unterhalten. War gerade schon bei einem
bei einem Prüfunternehmen, wo wir darüber gesprochen haben, was sind die Herausforderungen der Zukunft. Und ich glaube, wir werden weiterkommen, weil auch der Weg dahin ist schon ein Teilschritt in Richtung Vision Zero. Aber es ist schwierig. Jetzt gibt es so viele verschiedene Systeme. Also es gibt auch Autohersteller, die beispielsweise ja wie so ein Kompaktsystem haben, ohne diese ganzen einzelnen Radarauflösungen rund um das Auto. Was ist denn der richtige Weg? Ich habe auch gerade mit meiner Kollegin darüber diskutiert. Autonomes Fahren birgt natürlich auch einige Gefahren. Und wer ist denn beispielsweise haftbar zu machen, wenn dann doch ein Unfall passiert? Das sind so wahnsinnig viele offene Fragen. Genau das ist der Fall. Ja. Und deswegen ist es eigentlich wichtig, dass wir sie jetzt diskutieren. Nicht, dass wir so den Weg der Vergangenheit gehen, wir tasten uns immer näher an das Problem ran und dann an die Lösung, sondern ich glaube, konzeptionell müssen wir jetzt schon anfangen. Wir müssen alle Fragen, die in Zukunft relevant sind, heute diskutieren und dann Lösungen suchen. Technologisch kann ich nicht ein System empfehlen, weil da ist sehr viel in den Entwicklungen. Was mich freut, ist, dass die deutsche Automobilindustrie, aber auch die weltweite Automobilindustrie, sehr viel Geld zurzeit für Forschung und Entwicklung zur Verfügung stellen. Das ist der richtige Weg. Da müssen wir weiter vorankommen. Und dann kann ich nur sagen, wir müssen die Sensorik entwickeln, weil die großen Gefährdungen werden nicht auf der Autobahn passieren. Nee. Die werden im innerstädtischen Verkehr sein. Und wir als Deutsche Verkehrswacht, und wir sind ja mit 70.000 Mitgliedern in 650 Landkreisen und Städten vertreten, also wir haben schon einen guten flächendeckenden Überblick. Wir wissen, die Abbiegeunfälle sind die Hauptproblemstellung für Fahrradfahrer, für Fußgänger. Und da brauchen wir eine Sensorik. Da sind einige schon weit vorangekommen, aber es sind nicht alle und es ist noch nicht weit genug. Jetzt ist natürlich auch die Frage, darüber haben wir in den letzten Tagen tatsächlich auch häufig diskutiert. Es gibt ja viele, die wollen trotzdem selber noch das Lenkrad in der Hand haben. Also es muss die Möglichkeit geben, oder viele wollen diese Möglichkeit, dass sie selber noch fahren können. Ist es vielleicht ein Ansatz, zumindest gedanklich, dass man sagt, wir müssen Regeln entwerfen für den autonomen Stadtverkehr, sag ich jetzt mal, dass man wirklich sagt, vielleicht innerstädtisch gibt es nur noch autonomes Fahren in der Zukunft, weil irgendwie muss man doch Richtlinien, Regeln haben. Ich glaube, auch das ist so eine Diskussion, die wir ja schon auch nach vorne gebracht haben. Also wir haben uns als Deutsche Verkehrswacht da positioniert. Wir haben gesagt, das sind die Erfordernisse der Zukunft. Da wollen wir hin, das müssen wir entwickeln. Alles das ist als Fragestellung auf dem Tisch. Jetzt muss man Wege finden, wie wir das klären. Wir haben ja zum Beispiel auch die Frage, was machen wir zukünftig mit den Oldtimern? Ja. Werden wir da ausgewiesene Strecken haben? Wo können die noch fahren? Und wir werden in Zukunft automatisiertes Fahren funktionieren, nur mit Car-to-Car-Kommunikation und Car-to-Infrastructure. Also beides muss entwickelt werden und ich halte es für eine Illusion, dass wir im Jahr 2025 schon die neue Welt haben. Sondern es wird ein Prozess sein und deswegen ist der Weg, über diese 5 Level zu gehen, eigentlich ein richtiger Weg. Aber wir müssen jeden Schritt eines jeden Levels genau begleiten und auch mit sinnvollen Regeln versehen. Jetzt haben Sie gesagt, 2025 ist Illusion. Was ist denn Ihre Realität? Nein, ich habe gesagt, ist die Illusion, dass dann sozusagen das automatisierte Fahren schon voll durchsetzt. Ich glaube, wir werden beginnen mit Güterfrachtverkehre auf den Autobahnen. Das ist relativ einfach. Die LKWs hintereinander. Ob es zu Platooning kommt oder was auch immer, kann man heute nicht sagen. Aber ich glaube, das ist der erste Punkt, der schnell realisierbar ist. Der Staat Nevada in den Vereinigten Staaten hat ja bis auf die Städte Reno und Las Vegas schon automatisiertes Fahren voll legal erlaubt. Daimler und andere fahren da schon. Also wir sind auf dem Weg. Aber die große Herausforderung wird der Stadtverkehr sein. Da haben wir noch eine ganze Reihe von Notwendigkeiten intelligenter, zusätzlicher technischer Lösungen. Wäre es vielleicht für Sie sogar denkbar, dass man sagt, innerstädtisch nur noch Busverkehr? Sagen wir mal so, also Kleinbusse? Wenn wir die Verkehrswende wollen, dann müssen wir den öffentlichen Personennahverkehr massiv ausbauen. Das ist ganz entscheidend, sonst wird man das nicht schaffen können. Aber welche Regeln es in Zukunft gibt, also da müsste ich jetzt in die Glaskugel schauen und das habe ich bisher immer vermieden. Wenn Sie jetzt heute auf der Messe unterwegs sind, wird Sie sicherlich auch das Thema Connectivity begleiten und da werden Sie sicherlich auch ein Auge drauf werfen. Ist das für Sie auch natürlich ein ganz, ganz wichtiger Teil des autonomen Fahrens, aber birgt es da auch nicht wieder neue Gefahren? Also wir hatten hier vor ein paar Tagen einen Live-Hacker am Stand, der brauchte ganze 10 Sekunden, um das Handy meiner Kollegin zu hacken. Das ist aber auch eine Gefahr, die das die autonome Fahren dann mit sich bringt. Ja, also wir haben mit Sicherheit Datenrisiken, wir haben auch Risiken
dass eben Eingriffe in Entscheidungsprozesse digital erfolgen. Das muss man sehen, aber das ist ja eine allgemeine Situation. Also wir werden kein Anti-Hacking-Programm für Connectivity machen, sondern wir werden ein Anti-Hacking-Programm benötigen in Zukunft verstärkt. Das sehe ich als ein dynamischer Prozess, das fließt. Man sieht Entwicklungen, nicht umsonst werden ja Hacker von den großen Anbietern angeworben und sagen, macht alles, was ihr könnt, knackt die Systeme, wir wollen, dass es in Zukunft vermeidbar ist. Und so wird es, glaube ich, auch sein. Was ich aber beim Thema digitales Fahren nochmal sagen darf, und wir waren mit der Rettungsgasse angefangen, was wirklich fatal ist, ist, dass digitale Geräte, Handys, Laptops während der Fahrt benutzt werden. Und da fordern wir einen deutlich höheren Regelungsrahmen, auch einen höheren Strafrahmen. Das ist mit den heutigen Regeln nicht zu beherrschen. Da muss klar sein, wer das macht, der gefährdet andere und das kann nicht akzeptiert werden. Das wird aber auch in Zukunft natürlich so sein, auch gerade wenn das autonome Fahren dann vielleicht tatsächlich schon funktioniert, wird der Mensch mit dem Laptop oder Tablet oder Handy unterwegs sein. Und wenn Sie anfangs sprachen von einer Reaktionszeit, die der Mensch dann hat, wir sprachen über Österreich mit den 4 Sekunden, was glauben Sie realistisch, wie lange dauert es tatsächlich, bis man mit seiner Aufmerksamkeit wieder im Straßenverkehr ist und tatsächlich auch eingreifen kann? Genau das müssen wir prüfen. Dafür brauchen wir Feldversuche, dafür brauchen wir eine ganze Reihe von wichtigen neuen Erkenntnissen. Das kann nur wissensbasiert erfolgt werden und dann können wir auch festlegen, in welche Richtung geht. Nur das, was jetzt definiert ist, es ist ein Vorschlag, muss ich sagen, diese 4 Sekunden, ist natürlich abhängig von der bestehenden Technologie und die reicht nicht aus. Wenn 4 Sekunden für die Verantwortungsübernahme definiert wird, dann können wir ein solches System nur ablehnen. Wenn aber sozusagen ermittelt wird, in welcher Zeit geht das und wie ist das Fahrverhalten und wir haben fundierte Erkenntnisse, dann kann man auch die richtige Entscheidung treffen. Wenn Sie jetzt heute hier auf der IAA unterwegs sind, werden Sie es schaffen, durch alle Hallen zu gehen? Wahrscheinlich nicht, oder? Nein, das schaffe ich nicht. Ich werde natürlich unsere Mitglieder besuchen hier auf den Ständen. Aber wir haben auch eine ganze Reihe von interessanten Forschungseinrichtungen oder Zulieferern, die ich gerne besuche, um mich über den neuen Stand der Entwicklung dann auch sachkundig machen zu können. Insofern, ich freue mich auf den Besuch dieser wirklich tollen IAA. Und wir freuen uns, dass Sie den Tag sozusagen bei uns hier im Live-Studio begonnen haben. Herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren, Kurt Bodewig. Und wir wünschen Ihnen einen erfolgreichen Messetag. Sehr gerne, ja. War mir ein Vergnügen. Danke, mir auch, Herr Bodewig. Dankeschön. Sind wir? Ja. Three years ago, a new racing series was brought on the street and right into the middle of our big cities, the Formula E. But it was not only the idea of putting the series into an outstanding setting, it was the idea to put the vision of new mobility into the mind of people. Well, so far as the series started, some people said racing with electric cars is just like soccer with women. So we're going to figure out what changed in the last years and what results the Formula E brought to the e-mobility today. And I'm so glad that I can talk about that with Professor Dr. Peter Gutzmer, Deputy CEO and Chief Technology Officer of Schaeffler, and with Lucas Di Grassi. I think everyone knows him, he's the reigning champion of the Formula E. Welcome. So, Mr. Gutzmer, do you like women's soccer, or why did you join the Formula E from the first second on? I could give a very easy answer. I like soccer in general, so why not soccer? Women playing. They play very tough, and he as a Brazilian also knows that. But no, honestly, I think the future of mobility is electrifying the whole powertrain, and at the end it will be electric. And if we remember back more than 100 years ago when car industry started, the first engineers, the first car guys, they immediately ended up in competition. So those cars were slower than horses, than horse carriages. So the people were surprised. They were stinking, they were noisy, they were slow, but still they improved. So we should not compare with current one. That's a new approach, that's a new challenge, and that's the future. And competition, engineers, everybody, people like competition. And that's the ideal transport medium, the transport car racing
for the future of mobility. I think if they had seen your victory last season, they wouldn't have said that, because it was a very emotional moment. So we just have a quick look at this moment to understand what Formula E is about. Thank you. What can I say? An amazing weekend. We did the job yesterday with the race win and pole position, and today we brought it home, the car. A few points, enough to seal the title. So 2017 world champion of Formula E. Thank you very much for your support. Thank you very much for watching, for cheering for me and for the team. Thanks for the support, for all the partners, for Ab, Schaeffler, Audi, all the sponsors, everybody that was with me this year. I really appreciate it, and see you next season. So, when you see those pictures, still heart beating? Yeah, of course. It was a very emotional win in Montreal. There was a lot of effort going on. The championship is extremely difficult. The level of competition is extremely high. We have more manufacturers than Formula One involved in Formula E. We race only in street circuits. There is no margin for error. So to win a championship in its third year, after 2 years being so close and not winning it, it was a great comeback, and 100 kilos less out of my shoulder. So we had a very big party. We celebrated a lot. How do you stay tuned? I mean, you said it right before, you were two times so close, and then now you finally did it. How do you stay tuned? What's your secret? I don't know, just pushing hard, just being focused, try to optimize every opportunity, every point, every race. It's very difficult to be consistent in Formula E because of the lack of testing. The tracks are all brand new for everyone. So we managed through consistency win the championship. And how important is the team that's beside you and with you? The team is a great part. So actually three different players. The team, the operational team, which did a fantastic job. Our technical partners, like Schaeffler, we had our own drivetrain, so the motor, inverter, gearbox, all the rear end of the Formula E car is free to develop as you wish, but keeping the same battery and chassis for everyone. So it's actually very close together, because you can only develop some parts, but without the know-how and the technology understanding and performance of this drivetrain, would have no chance. So combining these 3 points, we managed to achieve to beat any other driver and claim the title this year. So, Mr. Kusma, you are also part of the team, and you were on site when Lucas clinched the title. Tell me a bit about that day. What did you feel in that moment when you were standing there and he really succeeded? Yeah, I think it was very close to what Lucas felt. For us, it was a kind of adventure getting into that. We decided to bring Schaeffler as a company, a well-known supplier in the automotive industry, into the future. And future, as I mentioned, future of mobility is electric. And to show our competence, like I mentioned, it is important to compete. And that's how we started. And of course, there's, if you do something new, if you do something surprising, if you do something that some people are even laughing about, you are a little nervous, is this okay? So I knew right from the beginning that the colleagues around Abt, very, very tough racers, very competent racers, and I of course knew Lucas, a very encouraged and also focused, well-known and a winning driver. So the package was okay. And in the beginning, honestly, we were the weakest point, because we were the unknown. The powertrain, we've never made racing powertrains, we've never made e-motors. All the others were experienced in this field. So this was in the beginning. And after three years, second year of our powertrain, first year was with a standard, being in that position, this is outstanding. And so it was more than 1 ton that I lost on my shoulders to really be there. And I was really happy. I was not happy for me, a little bit for me as well, of course, but most for the team that we have built it up, because it's racing is team. Everybody has to do his job and have to contribute. At the end, it's the driver. At the end, it's luck that you need to have. We had bad luck in the second season. There was a huge chance to win even there. But at the end, it went down. This time, the luck was on our side.
And so it was the luck and the knowledge and the nerves. I have to keep it calm all the time. He did an outstanding job. I couldn't have done it. So I was when in this race I was really not sitting. I was back standing. And forth. All right. So following the last season, it was quite obvious that you didn't have the fastest car. But what made you nevertheless win this title? Team, like Professor Gutzmann said, a team spirit, a team effort all together. We didn't have the fastest car, but we managed to have the best team. We did the least amount of mistakes on the team side, on my side. Reliability of our drivetrain was impeccable. We had zero reliability problems the whole season. So putting all together, we had a very, very, very good consistency. We managed to be on the podium 7 times, win 2 races. And claimed the title in the last one by a good margin, by a 24-point margin, which is the highest one in Formula E history so far. Congratulations at this time again. So what is the role of Scheffler in the Formula E? Because it's very important for you, I see, and we feel it when you talk about that. Yeah, I think we are a little bit like the competitors, founders of something very new. And so this is kind of entrepreneurship. This is kind of something new, and we are proud of that. And I really believe that Scheffler, with what we have decided, what we have done in the team, has contributed to the success of this series. Of course, like Lucas said, this was the combination, but everybody can be proud of what had been accomplished. And we are proud and happy that we will continue for the years to come in that combination with addition of the Audi colleagues now and hopefully be and show the same success. That's a good point. Audi is joining this race too. What is the difference in the next season, in the upcoming season, role of Audi? Yes, I think in the beginning, as I mentioned, it was Abt and his team who really got into that, who really built the German team. We joined later on, and when we talked together for the powertrain, and we right from the beginning had a very nice and very successful support from Audi. So Audi was watching that, was supporting us, but mainstream was Abt and Scheffler. And from now on, Audi takes over the leadership. We are same relation that we had with Abt before with Audi now. So it's a joint team of Scheffler and Audi for the powertrain, for anything around the powertrain. The development of the car is now complete responsibility for Audi, and for the team during race, for any race-related activity, this is the up team. So the responsibility, the roles are changing. For us, for Scheffler, the role is more or less the same. And I'm very pleased that we could sign with the Audi team another 3-year contract. So we will stay. And we laid a very nice, and this is what I'm also proud of, we laid together with Lucas, with the Abt guys, a very nice foundation for Audi. But on the other hand, they are challenged now. I think they have to prove that they are as good as we had been. So how do you challenge them? we're going to keep pushing. Of course, it will be very hard to win a title again. Formula E is becoming more strong. Other manufacturers are joining. But I think we have a good team. I've been with Audi since 2012 in LMP1, in the World Endurance Championship, and then Formula E now. So I believe that Audi has the capacity to build a very strong team too. We have the support from Scheffler, we have the support from Abt. So I think I'm very happy to stay where I am and fight for more titles in the next years. So the e-mobility is a very strong topic here on IAA. What did you see today of the new mobility here on this trade fair? Yeah, I think it's we always said this is not something that happens once, or this is a kind of digital move into e-mobility. So that's a very important need that we have the ecosystem working. That means we need cars with electric or hybrid drives. We need to have the
the supply of the electric energy and the creation. So this is moving. Now every manufacturer is really getting into that, offering that. People get really into that. What I'm still see and what we need to establish there, it's coming. This is technology and emotion. This is normally, you know, the new cars are sold and presented by technology, which is rational, more or less, but this technology is combined with emotion. And we see more and more emotion around this kind of very logical and very rational e-mobility. There's more and more cars coming, so it's more and more offer, the people are interested. And yeah, we are interested and we are curious to see how this develops. For this show, it's really the most, the number of e-cars is there. The Lucas told about Formula E will be outstanding because this is the series which never, as far as I know, happened in motorsports. That so many OEs are really competing there, and that's really challenging. And they see how important e-mobility and emotion, e-mobility and competition in a global approach really is. And so this show is a step in that direction, and it will continue. So, when you have to convince the people who still say it's just like a soccer game with women, how can you convince them? How can you say, join us, come visit us and see what is Formula E really about? So, I mean, the upcoming season is quite in front of us, so. To be honest, I think this analogy is very, it's very bad. Because what's the problem of women playing football or watching women play football? I actually prefer watching women play football than men playing football myself. But the analogy and I think a lot of men, but they, yeah, they exactly. Don't say it in to be honest. But what I can say is that it is at the very beginning. Like Professor Gutzmer said, Formula E has been there only for 3 years. Formula One, other big series, they've been for 56 years. So they build a heritage, they build a tradition out of it. And Formula E is just at the beginning, and we already have more than twice the manufacturers than Formula One or other series they have. So that shows the interest of the new technology of what's going on. On top of that, we can see now the fastest production car in the world is electric, 0 to 100. More and more electric cars are coming, exciting cars are coming, fully electric. So electric is not, actually the power density of an electric motor is much higher than any combustion motor. Our Formula E motor weighs 20 kilos and has 300 horsepower. So if you imagine that to put four motors like that in a normal car, you can have only 80 kilos with 1,200 horsepower. So for sure, a car like this. I would drive with that. Okay, then then I will take you in the car that actually we are doing. All right. That has four electric motors. That's a promise. Motors. We have it on camera, okay, so we try that out. All right. For actually electric cars, they are very fast. What needs to be evolved, and now it's being pushed forward, is the battery technology. The same as people have on their phone, and they say, "Oh, my battery is finishing." With electric cars, is similar problem. It's the energy storage system. It's not the motor. It's not the lack of noise. Actually, the lack of noise is only something positive. So now I think the evolution, how this will next years with all the investment, solid state batteries, will evolve very quickly. And then pretty much will be just in the long term, will be difficult to see countries allowing for motorsport, which is non-electric. Or as soon as they start banning the sales of combustion engine cars, like Germany announced, like UK announced, like China recently announced, with a transition phase, but in, we say in the long term, in 50 years, probably motorsport will be much more only electric than combustion. Combustion will be just a classic car racing.
So we are just at the tip of the iceberg. And I'm very proud to be part of this revolution. So we hope that you have such a successful season as the last one, and who wants to convince himself or herself from this great series has a chance in Berlin this year. And I wish you all good luck and thank you so much for this interview. Thank you, my pleasure. Thank you very much. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur ersten Ausgabe unseres Rennstreckengesprächs. Die Rennstrecke ist natürlich nur aus Plastik und im Maßstab, also Sie müssen keine Angst haben, hier von dröhnendem Motorenlärm übertönt zu werden. Es geht natürlich um Mobilität, um Fragen zur Verkehrssicherheit. Und in diesem Zusammenhang begrüße ich neben mir Professor Kurt Bodewig, Präsident der Deutschen Verkehrswacht, Bundesminister AD und ausgewiesener Experte zu allen Fragen, die die Verkehrssicherheit und Infrastrukturfragen betreffen. Herr Bodewig, herzlich willkommen. Vielen Dank. Ich freue mich sehr, beim ersten Teil dieses neuen Formats dabei sein zu dürfen. Die Freude liegt auf meiner Seite. Ich würde sagen, wir steigen gleich mal ein. Die erste Frage, die mich umtreibt, ist die nach der viel zitierten, kann man ja sagen, Rettungsgasse. Das ist ja ein Punkt, der aktuell immer wieder diskutiert wird, eigentlich ganz einfach. Rettungsgassen sind natürlich nötig, um im Falle eines Unfalles die Rettungskräfte schnell zum Ort des Geschehens zu bekommen. Warum muss man darüber sprechen überhaupt? Ja, weil die deutschen Autofahrer nicht alle im Bilde sind, wenn ich das so sagen darf. Also wir haben wirklich Probleme bei den Rettungsgassen. Zum einen, sie beginnen zu spät. Zweitens, sie werden missbraucht von eiligen Fahrern, die glauben, auf der Rettungsgasse dann ein Stück dem Stau entgehen zu können. Aber auch das Problem der Gaffer. Alle drei Themen sind welche, mit denen wir uns beschäftigen müssen. Und das Wichtigste ist das vierte. Wie werden sie gebildet und wo? Da ist die Regelung relativ einfach. Also sie wird gebildet immer auf der linken Spur und der daneben liegenden. Also immer nach links außen vor der linken Spur wird die Rettungsgasse gebildet. Bekanntlich sagt ja ein Bild mehr als 1000 Worte. Und wenn wir schon mal an so einer schönen Piste stehen, dann können wir die Rettungsgasse mal nachbauen. Einfach nur, um Missverständnisse zu vermeiden. Wir nehmen mal die Boliden hier ein bisschen raus, Herr Bodewig, und Sie sorgen jetzt mal für ganz normale Durchschnittsautos. Die bauen wir jetzt hier hin. Dann packen wir mal hier eine dreispurige Autobahn. Hier ist der Mittelstreifen auf dieser Stelle. Hier, wo es grün ist, genau. Ja. Dann haben wir einige Fahrzeuge. Irgendwie ist es so eine Entenparade, die sich heute bildet. Nichts gegen die Ente. Die fahren alle sehr unterschiedlich. Und hier am Frankfurter, in der Nähe des Frankfurter Flughafens haben wir dann noch eine Gangway. Und hier haben wir jetzt den LKW, der hier aus der Kurve fliegt. Genau. Hier ist die linke Spur, weil hier der Mittelstreifen ist. Wie bildet man die Rettungsgasse? Man fährt schon dann, wenn man das Ereignis sieht, fährt man leicht rüber. Und die anderen, die Rechten, fahren als allererstes nach rechts. Und die aus der Mittleren, die bleiben auf der rechten Seite, so dass hier das Rettungsfahrzeug dann quasi durchfahren kann. Genau. Bis zum LKW. Ja, eigentlich ganz einfach. Wie sehen denn die gesetzlichen Regelungen aus? Also was muss der Autofahrer eigentlich wissen? Also er muss wissen, dass er die Gasse bilden muss. Er muss wissen, dass er das schon bei stockendem Verkehr macht. Weil wenn der Stau erstmal zugesetzt ist, ist das Umräumen der Fahrzeuge natürlich irre zeitaufwendig. Das gilt für jeden Stau oder nur für Staus, die sich nach einem Unfall bilden, wo möglicherweise schon Blaulicht zu sehen ist? Das gilt bei jedem Stau, wo man vermuten kann, dass ein Unfall die Ursache ist. Wenn jemand dagegen verstößt, sage ich mal, was hat er zu vergegenwärtigen? Was kann dem passieren, wenn er als quasi Störfaktor für die Rettungskräfte ausgemacht wird?
Das ist mit Bußgeld behaftet, zwischen 20 Euro, wenn es sozusagen eine späte Reaktion ist, bis hin zu 1000 Euro, wenn es wirklich behindernd ist und eben auch sehr, sehr negative Folgewirkungen zeigt, bis hin zur Freiheitsstrafe, wenn man mutwillig blockiert. Auch damit muss der Fahrer rechnen. Mutwillig sind ja Gaffer, die sind ja bewusst dabei, beispielsweise Handyaufnahmen von einer Unfallsituation zu machen. Haben die auch Konsequenzen zu vergegenwärtigen, wenn sie das tun? Ja, und zwar im Strafgesetzbuch § 201a. Das ist moralisch verwerflich, aber es ist auch ein Straftatbestand dessen, weil es um die Hilflosigkeit einer anderen Person zur Schau zu stellen geht. Das Problem ist aber ein anderes. Wer kann das verfolgen in der Zeit, wo es darum geht, wirklich jede Sekunde zur Rettung der Menschen aufzuwenden? Und das verbindet sich mit einer anderen Frage. Es gibt zunehmend von den Rettungskräften die Forderung, dass man ihre Fahrzeuge mit Kamera ausstattet. Das ist eine Frage auch des Datenschutzes. Aber ich finde, bei Gefahr in Verzug, und das ist spätestens dann, wenn das Blaulicht angeht, wäre es zu rechtfertigen, das auch zu aufzunehmen, um dann diejenigen, die wirklich dabei ja auch Todesfälle verursachen können, weil sie blockieren, weil sie als Gaffer den Weg versperren, dann später zu identifizieren und dann auch mit dem entsprechenden Strafverfahren zu belegen. Der Unfall ist ja schon mit der Vorsilbe un ein negativ besetzter Vorfall und die Deutsche Verkehrswacht lässt ja nichts unversucht, um eben diese Fälle möglichst klein zu halten, also zahlenmäßig klein zu halten. Ein Hauptunfallthema sind ja alte Menschen im Straßenverkehr. Die Statistiken beginnen jetzt mit der demografischen Entwicklung auszusagen, dass alte Menschen relativ viel häufiger Unfallursache sind. Ist das so? Ja, es hängt aber an einem Faktor, nämlich dass es immer mehr alte Menschen im Straßenverkehr gibt. Wo es Probleme gibt, das muss man auch so sagen, ist eigentlich ab der Altersgruppe 75, weil doch dann auch die physischen Fähigkeiten nachlassen und das ist signifikant erkennbar. Zum Beispiel der Schulterblick ist nicht mehr möglich. Wir haben eine Situation, dass diejenigen, die wohl situiert sind, das mit Fahrerassistenzsystemen ausgleichen können, aber es gilt natürlich nicht für alle Senioren, die fahren. Deswegen ist unsere Idee, dass wir sagen, wir wollen uns auf die Problemgruppe konzentrieren, nämlich die über 75-Jährigen, wo wir mehr Unfälle haben, wo wir genau auch sehen können, dass wir in diesem Bereich mit wenigen Maßnahmen eigentlich auch helfen können. Zum Beispiel ein Vorschlag, mit dem sich hier in der Nähe in Würzburg die Jahreshauptversammlung beschäftigt hat, ist zum Beispiel, dass wir sagen, wir wollen Begleitfahrten. Begleitfahren, wo der 75-Jährige oder die 75-Jährige von einem Fahrlehrer begleitet wird, ein standardisiertes Verfahren, um auch eine Vergleichbarkeit herzustellen. Wir glauben, dass diese Begleitfahren obligatorisch sein sollen, nämlich dass alle es tun. Man muss es vorher evaluieren, nicht sofort einführen, aber dass es nicht sofort eine Konsequenz gibt, weil wir dann die Angst haben, dass Menschen sich verstellen. Sie sollen aber die Fähigkeit gewinnen, ihre eigenen Fähigkeiten erkennen und dass wir dann sagen, in diesem Gespräch wird dann deutlich gemacht, du hast Defizite, die kannst du teilweise technisch ausgleichen, du kannst sie durch ein verändertes Verhalten ausgleichen oder wenn es nicht geht, dann musst du eben deinen Führerschein auch selber freiwillig abgeben. Und ich glaube, in dieser Altersgruppe ist dies möglich. Das Freiwillige daran ist, dass nicht sofort die Konsequenz gezogen wird, etwa durch Entzug des Führerscheins. Okay, also wenn sich Defizite ergeben bei der Begleitfahrt, dann kann man die therapieren oder wegtrainieren oder jedenfalls oder kategorisieren vielleicht noch. Oder die Erkenntnis ist, ich kann nicht mehr fahren, ich gebe meinen Führerschein ab. Und ab einer gewissen Altersgruppe, 75, wird das zunehmen. Und wir wissen, dass teilweise der Moment der Erkenntnis verpasst wird. Und unser Ziel ist es eigentlich, durch die obligatorische Fahrt mit dazu beizutragen, dass alle noch in der Lage sind, das eigene Verhalten reflektieren zu können. Vielleicht kommt man ja auch mit dem automatisierten oder später autonomen Fahren auch weiter. Denn es ist ja zum Beispiel vorstellbar, dass der alte Mensch, der seine Fahrerlaubnis nicht mehr besitzt, weil er sie vernünftigerweise abgegeben hat, dann sagt, okay, dann drücke ich jetzt hier auf meinen Rufknopf und dann kommt um die Ecke gefahren ein autonomes Fahrzeug. Da ist es viel in Bewegung, aber wir sind nicht so weit, dass diese Vision schon
sagen wir mal, in den nächsten Jahren realistisch ist. Aber die Stufen werden ja sein. Erstmal teilautomatisiert. Und hier haben wir ein großes Problem, weil wir haben diese Übergabeverantwortung, wenn eine Störung passiert. Und die soll nach den Gesprächen, die bei UNEC in Wien laufen, 4 Sekunden betrachten. Also der Fahrer, dem erlaubt ist, abgelenkt zu sein, soll innerhalb von 4 Sekunden sofort eingreifen, wenn ein Unfall kommt. Ich halte das für total unrealistisch und ich hoffe, dass da noch Bewegung reinkommt. Aber das zeigt ja auch, warum ist man bei 4 Sekunden, also diese relativ kurze Phase? Welche Argumente sprechen dafür? Das war die Möglichkeit, in der der Fahrer noch eingreifen kann, um den Unfall, also sie war eher technisch basiert. Mhm. Es gibt jetzt andere, die sagen 8 Sekunden, aber auch das. Sie müssen sich vorstellen, den Lkw-Fahrer, der eigentlich nur noch auf dem Fahrersitz selber nichts zu tun hat, vielleicht seine Berichte schreibt oder Ähnliches, der wird auf einmal innerhalb von 4 Sekunden oder 8 Sekunden mit einem 40-Tonner in die Verantwortung übertragen, sofort eingreifen zu müssen. Ich glaube auch eher, dass viele dieser Zwischenschritte stärker analysiert werden müssen. Wir sind da in einem Prozess, der noch nicht dazu da ist, Regeln festzustellen. Zum Beispiel, wer hat die Verantwortung im Schadensfall? Der Fahrer, Versicherung des Fahrzeugs oder wie auch immer. Also es sind sehr, sehr viele offene Fragen und ich finde, Verkehrssicherheit bedeutet, dass diese Fragen, bevor diese Prozesse in Gang gesetzt werden, geklärt sein müssen. Und das ist einer der großen Probleme. Ich selbst, aber auch die Deutsche Verkehrswacht, sieht in dem automatisierten Fahren die Chance, das Fehlverhalten von Menschen auszuschließen. Da sind wir wieder bei den Alten, die möglicherweise nicht schnell genug reagieren. Das Auto kann es viel schneller, die Elektronik. Kann es viel schneller oder eben das automatische Einparken. Was genau. Zwar nicht zu Körperschäden führt, aber vielleicht andere Fahrzeuge tangieren könnte. Ich glaube, wir müssen den Prozess viel besser definieren. Und da brauchen wir Testfahrer. Das können nicht irgendwelche Lkw-Fahrer, sondern man muss erst die Testfahrer sehen. Die müssen beschreiben, wo hakt es. Und dann geht man. So gehen übrigens ja auch die Unternehmen vor, die diese neuen Prototypen entwickeln. Aber wir müssen es als Regeln haben. Vor allen Dingen, wenn ich das richtig verstanden habe, wird es mehrschichtig sein. Es wird also einmal technologische Phasen geben oder Prozesse geben und dann aber sicherlich auch gesellschaftliche. Denn es muss ja auch eine Akzeptanz geben. Wenn ich mir jetzt zum Beispiel hier so ein Vehikel ansehe, ja, 1899, ja, ist damals sicherlich der letzte technische Schrei gewesen. So ein Auto ist ja wenigstens theoretisch heute auch auf öffentlichen Straßen fahrbar. Ja, ja. Es darf ja fahren mit 12 km/h oder was es eben so schafft. Es gibt von der FIA, von der Fédération Internationale d'Automobile, ein Programm, das heißt Yesterday's Cars on Tomorrow's Roads. Wie kompatibel ist denn sowas dann? Wie kommunizieren denn solche Autos mit einem modernen, hochautomatisiert fahrendem Fahrzeug? Wahrscheinlich gar nicht. Gar nicht. Das wird auch eins der Probleme sein. Nehmen wir mal an, wir hätten automatisiertes Fahren im Jahr 2020, was ich nicht glaube. Wir werden aber, wenn wir 2020 automatisiertes Fahren haben, wenn wir trotzdem erst die Durchdringung aller Fahrzeuge etwa im Jahr 2050 haben. Solange wird es nur eine begrenzte Car-to-Car-Kommunikation geben. Wir werden erstmal auf den Autobahnen oder auf bestimmten definierten Bundesstraßen Erkenntnisse gewinnen, bevor wir im Stadtverkehr Systeme haben, die hundertprozentig alle Störungen, alle Eventualitäten erfassen können. Aber auch selbst die werden mit vorhergehenden Fahrzeugen nur zum Teil kommunizieren, nämlich nur, wenn sie über die gleiche oder ähnliche oder standardisierte Technologie verfügen. Na gut, das heißt ja auf Deutsch, dass solche Autos dann im Jahre 2050 nicht mehr, wenigstens im Großstadtverkehr zu sehen sein werden. Vielleicht würde man dann bestimmte Landstraßen ausweisen, in denen H-Fahrzeuge oder Fahrzeuge mit dem Kennzeichen H fahren können. Also, und genau. Jeder andere wüsste, dass dann der Fahrer die Verantwortung hätte, okay, weil, also die Zonenmodelle, weil die Car-to-Car-Kommunikation nicht funktioniert. Aber ich finde, wir bewegen uns in Deutschland einmal in eine Euphorie, dass automatisierte Fahren kommt. Ich begrüße es, wenn es kommt, also wenn man die Fehlerquelle menschliches Verhalten ausschließt.
Aber ich finde, wir müssen an jede Eventualität auch denken, die in den Phasen bis dahin auftreten können, und die müssen genau definiert werden. Und ich finde, verantwortliche Politik bedeutet, dass man sich diesen Fragen jetzt schon stellt und nicht, dass wir immer sozusagen Learning by Doing machen. Gutes Stichwort ist ja alt, nicht nur die Autos sind alt, auch im Hinblick auf autonomes Fahren, sondern die Verkehrsinfrastruktur, die ist ja auch, naja, sagen wir mal, pflegebedürftig, nicht? Ja. Defekte Infrastruktur sind auch immer natürlich automatisch Gefahren für die Verkehrssicherheit. Es gibt ja ein Projekt, was Sie angestoßen haben, was für Zweiradfahrer unter Umständen lebensrettend sein kann, mit Geld, was übrig geblieben ist, aus der letzten, Haushaltsperiode, was jetzt sinnvoll verwendet werden kann. Wie ist diese Idee? Lassen Sie mir ganz kurz mal was zum Hintergrund sagen. Ich habe damals 2013 eine Länderkommission geleitet im Auftrag der Verkehrsministerkonferenz, wo es darum ging, eine nachhaltige Verkehrsinfrastrukturfinanzierung sicherzustellen. Die führt dazu, dass wir von dem Basisjahr 2013, das waren etwa 10 Milliarden, nun im kommenden Jahr 14 Milliarden zur Verfügung haben. Das ist ein deutlicher Anstieg. Dieses Geld kann nicht umgesetzt werden in vollem Umfang. Das liegt an fehlenden Planungsfeststellungsverfahren, die ja auch zeitaufwendig sind. Teilweise Einsprüche, Gerichtsurteile, alle die Störungen, die auch in normalen Planungsprozessen vorhanden sind. Und deswegen ist der Vorschlag der Deutschen Verkehrswacht, gemeinsam auch mit Walter Eichendorf habe ich das vorgeschlagen, also auch der Deutsche Verkehrssicherheitsrat hat sich dem angeschlossen, dass wir vorschlagen, dass Gelder ohne in Planungsverfahren, die ja zeitaufwendig einzutreten, umgesetzt werden können, wenn wir in Verkehrssicherheit investieren. Und diese Gelder sind quasi übrig geblieben? Und auch übertragbar. Okay, Das heißt, sie verfallen nicht. Wir werden aber im kommenden Jahr dann wieder mehr Geld haben. Und eins darf nicht passieren, dass der Finanzminister sagt, da ist so viel Geld übrig, das sammle ich jetzt mal ein. Mhm. Das ist die finanzpolitische Seite. Aber verkehrspolitisch, wir haben seit Jahren Probleme mit Zweiradfahrern, Motorradfahrern. Wir kennen diese Strecke, die teilweise auch zu Recht gesperrt werden, weil die zu unverantwortlichem Fahrverhalten animiert haben. Aber wir haben auch ganz viele Bundesfernstraßen mit klassischen Leitplanken ohne Unterschutz. Und wir sagen, ohne in Planfeststellungsverfahren hineinzumüssen, könnten die Straßenbauverwaltung der Länder im Auftrag des Bundes in Bundesfernstraßen genau an diesen Straßen zusätzlichen Schutz für Motorradfahrer bieten. Man könnte zum Beispiel bei Leitplanken Unterschutz machen oder man könnte ganz neue Systeme machen. Es gibt aber Verkehrsunfallkommissionen, die sich genau anschauen, wie sind Unfälle entstanden, gerade bei das, was wir Landstraßen nennen, die teilweise im Besitz der Länder, aber auch in denen der Bundes sind. Die im Besitz des Bundes sind, könnten aus diesen Mitteln wirklich so ertüchtigt werden, dass sie zum Beispiel unfallverzeihend ist. Dass, wenn einer mal eine Sekunde nicht aufpasst und ausschert, es trotzdem nicht zu einem Unfall kommt. Dafür gibt es eine Reihe von Maßnahmen. Und dann muss man genau prüfen, bedürfen die wegen einer wesentlichen Veränderung ein neues Planfeststellungsverfahren? Dann wird es schwieriger, aber es gibt genügend Maßnahmen, die man machen kann, ohne Planfeststellungskönnen. Das heißt, wir können in Verkehrssicherheit jetzt sehr viel Geld umsetzen. Was ich mir wünsche, ist, dass wir einen Schutz bei Alleen haben. Also es geht mir nicht darum, Alleen abzuholzen, aber Nachbepflanzung in einem anderen Sicherheitsabstand. Und man könnte dies dann auch bei neuen Straßen planen, so dass das Landschaftsbild erhalten wird, aber dass die Wahrscheinlichkeit, dass zu schnell fahrende Jugendliche Raser in Anführungszeichen nicht tödlich verunfallen. Also es gäbe eine ganze Reihe von Maßnahmen, die man machen kann, wo wir sagen, wir bauen die Infrastruktur besser aus, aber wir bauen sie so aus, dass es zu weniger Unfällen kommt. Wird in Zukunft durch die gerade frisch beschlossene Bundesautobahngesellschaft, die ja kommen soll, die Sache eher erleichtert oder verkompliziert? Also in einer Übergangsphase habe ich große Sorgen, ob überhaupt die Mittel abfließen in dem Maße, in dem sie zur Verfügung stehen. Denn man wird etwa 11.000 Menschen in eine neue zentrale Organisation übertragen, die dann wieder Regionalgesellschaften bildet. Ich hatte einen Vorschlag unterbreitet, auch in einer Kommission der Verkehrsministerkonferenz, wonach man über Geld steuert. Man hätte eine zentrale Gesellschaft, aber man würde die Strukturen nicht umfassend verändern. Aber der Bund als Auftraggeber
hat genau die Steuerungswirkung, die er sich erwünscht. Es ist jetzt anders gekommen, es ist alles in einem großen Finanzpaket eingewickelt werden. Ich hoffe nur, dass es eine gute Kooperation zwischen Bund und den Ländern gibt, dass man sehr schnell dann zu guten, qualifizierten Lösungen kommt. Ich mache mir aber große Sorgen, denn wenn man 2013 mit dazu beigetragen hat, dass sehr, sehr viel Geld mehr zur Verfügung steht, bedauert man es, wenn man dann befürchten muss, dass dieses Geld nicht in dem Maße abfließt für Verkehrsinfrastruktur, wie es heute vorhanden ist. Okay, aber wir hoffen das Beste, denn alle ziehen ja am gleichen Strang und die Verkehrssicherheit ist ja Gott sei Dank immer noch ganz oben als oberste Überschrift. Herr Bodewig, vielen Dank für diese zwar sehr kurzen, aber doch inhaltsreichen Ideen zu dem, was man machen kann und ja auch macht teilweise. Bis zum nächsten Mal. Herzlichen Dank. Ich freue mich, dass ich heute hier war und ich glaube, ein Motodialog für eine humane Mobilität ist das, was wir alle auch wirklich brauchen. Deswegen schön, dass wir dieses neue Format haben. So ist es. Tschüss. Tschüss. So, wir sind hier mit dem Herrn Glas von der Electric Vehicle Company, einer Taxivereinigung aus London. Gibt es ganz Spannendes zu erzählen. Ihr habt das eigene Taxi gebaut, ist ja was ganz Ungewöhnliches. Na gut, das London Black Cab ist ja im Grunde genommen ein Teil des Stadtbilds von London. Und die Company wurde dann vor 2-3 Jahren übernommen von Geely. Und Geely hat gesagt, okay, das ist ein spannendes Projekt, aber wir machen für die Zukunft der Mobilität dieses Fahrzeug elektrisch. Mhm. Also ist auf einer neuen Bodengruppe, die von Volvo übernommen wurde, ein komplett neues Taxi entstanden. Und dieses Taxi mit einem Aluminiumkörper, mit einem Aluminiumbody, ist in der Lage, 90 Meilen nonstop elektrisch zu fahren. Mhm. Aber der Taxifahrer hat eben eine kleine Reserve. Das war für uns ganz wichtig, zu sagen, was ist denn eigentlich, wenn der vielleicht mal nicht laden kann. Und er hat noch einen kleinen Benzinmotor als Reichweitenverlängerer vorne drin. Das ist ein Volvo-Motor. Mhm. Und den kann er nehmen, sodass er also insgesamt eine Reichweite theoretisch dann hat von 400 Meilen. Mhm, okay. Und ihr habt es auch ausgiebig getestet, wie ich gehört habe. Ihr wart in Alaska und so und habt dann auch unter etwas extremeren Bedingungen das Auto schon getestet? Ja, das muss natürlich sein, weil für Taxifahrer und ihre Kunden ist natürlich eins ganz, ganz wichtig, das ist Qualität. Mhm. Deswegen waren wir mit dem Auto am Polarkreis bei minus 30 Grad und wir waren in Arizona bei plus 30 Grad, um zu beweisen, dass die Batterien und das Batteriesystem unter allen Temperaturbedingungen perfekt arbeiten. Mhm. Und die Fahrzeuge haben standgehalten und wir sind jetzt mit der Entwicklung fertig. Geely hat in der Nähe von Coventry in Mittelengland eine nagelneue Fabrik gebaut für 350 Millionen Pfund. Ja. Und da werden aber dann nicht nur diese Taxis gebaut, sondern auf derselben Bodengruppe in Zukunft auch Light Commercial Vehicles. Das ist von daher ganz interessant, weil wenn wir die Luft in den Innenstädten verbessern wollen, die ganzen, ich sag mal, Transportfahrzeuge, die in die Stadt fahren und liefern, beispielsweise Amazon oder sowas, die stehen ja meistens. Die fahren an und die stehen wieder. Dafür ist ein elektrisch betriebenes Fahrzeug ideal. Die können aber in die Stadt reinfahren und lassen diesen kleinen Reichweitenverlängerer, den Motor, quasi mitlaufen. Der läuft wie ein Stationäraggregat. Ah, okay. Und fahren dann an die Stadtgrenze und von dort aus dann 90 Meilen elektrisch. Okay. Und das heißt, die fahren mit voll geladener Batterie in die Stadt rein. Ah, super. Ich habe auch gehört, ihr habt euch auf dem Thema behinderte Menschen gewidmet, was ja auch ein riesengroßes Thema ist, wenn man als behinderter oder etwas eingeschränkt mobiler Mensch in der Stadt sich bewegen möchte. Das heißt, man kriegt problemlos wirklich zwei Rollstühle in euer Auto? Ja, das London Taxi ist etwas größer geworden, hat aber trotzdem noch diesen sensationellen Wendekreis in der Innenstadt in London, muss das sein, weil die Straßen so eng sind. Und es ist ganz wichtig, dass wir eben etwas beibehalten haben, wofür das alte London Taxi, das Black Cab, das wir kennen, eben steht, dass man mit einer kleinen Rampe mit einem Rollstuhl reinfahren kann. Dadurch, dass das Auto jetzt größer geworden ist, können zwei Rollstühle nebeneinander hinten quasi geparkt werden. Ah, super, okay. Und gibt es da auch Expansionspläne in Deutschland oder sowas? Ja gut, wir stellen hier auf der IAA das Fahrzeug nicht umsonst in dem deutschen Taxigelb vor und wir wollen nach Europa. Der erste Markt, an dem wir jetzt zulassen werden, ist
ist natürlich London, das ist ganz klar. Da werden die klassischen Black Cabs auf die Straße gestellt. Yeah. Aber im nächsten Jahr kommt das Auto nach Festland Europa. Wir sind ganz stolz. Wir haben zum Beispiel schon aus Amsterdam über 200 Bestellungen. Oh, super. Und das läuft jetzt an. Und wir merken, dass wir damit ein richtiges Fahrzeug zur richtigen Zeit positionieren. Oh Mensch, da freuen wir uns ja, dass die Welt auch ein bisschen grüner wird und auch den behinderten Leuten geholfen wird. Vielen Dank, Herr Klaas, für das wunderbare Interview und ich wünsche Ihnen ganz, ganz viel Erfolg mit Ihrem neuen Auto. Herzlichen Dank. Wunderbar. Dankeschön. Danke. Wir sind hier bei Susi und James, genau, halt mit dem Jonas. Halt, der Jonas wird uns jetzt gleich erklären, warum man ab jetzt nicht mehr die Gebrauchsanweisung lesen sollte, weil offen gesagt, wer macht das schon, wenn er ein neues Auto kauft? Man denkt, man weiß ja eh alles. Das ist aber nicht ganz so, oder Jonas? Das ist genau richtig. Also wir haben festgestellt, gemeinsam mit Porsche, dass ein modernes Auto gerade im Premium-Segment sehr viele Funktionen hat. Klar, jeden Tag gibt es eine neue Innovation. Der Kunde kauft unglaublich viele tolle Features, aber hat gar nicht die Möglichkeit, die Zeit und auch nicht die Energie, sich da irgendwie reinzugraben. Und oftmals scheitert es dann daran, dass man sich schon überlegen muss, finde ich das überhaupt in der Betriebsanleitung, muss ich irgendwo anrufen und dann ist es schon zu anstrengend und dann lässt man es halt einfach bleiben. Da bleibt natürlich viel auf der Strecke. Zukünftig kann man jetzt schon in dem ersten Prototyp die Gut-zu-wissen-App einfach fragen, den Sprachassistenten einfach fragen und bekommt eine Antwort. Und dementsprechend ist die Hürde natürlich maximal gering, um rauszufinden, was kann mein Auto und wie funktionieren die einzelnen Dinge. Also praktisch im Auto fragen, hey, wo ist die Nebelschussleuchte, der Schalter dafür, wie kriege ich mein Lenkrad warm, das kriege ich dann kurz erklärt. Ja, also es, im Moment in dem Pilot ist es in der Gut-zu-wissen-App, das heißt, es geht sogar auch außerhalb vom Auto, was super praktisch ist, es sprich, während man sich schon für ein Auto interessiert, während dem Kaufprozess oder auch danach auf der Couch, daheim, im Bett, überall kann man schnell fragen und bekommt Antworten, natürlich auch im Auto. Was natürlich wahrscheinlich viele interessiert ist, wie kriegt man einen so tollen Kunden wie Porsche dazu, mit einem zusammenzuarbeiten, wie war der Weg dahin? Ja, der Weg war auch ein bisschen mit Glück und Zufall gekürt, weil Porsche sich für das Thema gerade interessiert und haben uns wahrgenommen auf irgendeiner Pitch-Veranstaltung und ein neues Programm gestartet, die Startup Autobahn in Stuttgart. Das ist ein tolles Format für Automotive-Themen und da wurden wir dann gefragt, ob wir uns kennenlernen wollen und das war ein super Zufall, weil auch wir haben uns gerade dafür interessiert, Betriebsanleitungen zu versprachlichen, sprachlich zugänglich zu machen und haben wir gesehen, Porsche hat den Use Case, wir haben die Technologie und das ist ein Perfect Match und wir müssen zusammenarbeiten. Dann ging das recht schnell. Okay, cool. Natürlich das, was wir alle brauchen, weil wie gesagt, ich habe sie auch nie gelesen, die Gebrauchsanweisung, und das war wirklich oftmals mies, weil man immer dachte, meine Freunde haben mir dann manchmal die Funktionen erklärt, die mein Auto wirklich noch so im Petto hatte. Gibt es noch was, was du sagen möchtest? Habt ihr noch so ein Ziel für die Zukunft? Redet ihr schon mit anderen? Oder? Ja. Also tatsächlich, wir sind jetzt gerade stark am Wachsen in der Automobilbranche, werden wir gut wahrgenommen, auch bei den Zulieferern, und wir entwickeln uns jetzt auch übers Auto hinaus, einfach in alle möglichen Bereiche, haben Anfragen von Banken, und ja, jeder, der sozusagen schon mal drüber nachdenken, wenn ich habe viele tolle Mitarbeiter, aber ich bräuchte auch einen digitalen Mitarbeiter, der kann bei uns sicherlich eine tolle Lösung finden und das ist die Zukunft und wir arbeiten daran. Super, das sehe ich auch so, weil wir wollen es alle ein bisschen komfortabler haben und wenn es so Jungs gibt, wird es auch gelingen. Wunderbar, dann lieben Dank Jonas nochmal und viel Erfolg. Gell? Ja, danke. Danke. Wir sind hier bei Dealtime mit Stefan Behrens am Stand. Und zwar hat sich der Herr Behrens und sein Team der Sicherheit der deutschen und auch europäischen oder auch weltweiten Autofahrer gewidmet. Was habt ihr da für eine Lösung am Start, die uns alle weiterhilft? Ja, also ab nächstes Jahr soll ja dieses E-Call serienmäßig in allen Fahrzeugen verfügbar sein. Das ist ja von der EU die Verordnung, die rausgegeben wurde. Und wir haben quasi ein Produkt entwickelt, das für Fahrzeuge nachgerüstet werden kann, wo dieses Sicherheitssystem noch nicht enthalten ist. Um somit dann auch entsprechende Notrufe absetzen zu können. Das heißt, ich sehe es gerade, ist so ein bisschen im Zigarettenanzünder natürlich angedacht. Genau. Wir haben es so konzipiert, dass es quasi Plug and Play ist, dass es für jeden einfach zu benutzen ist. Man steckt es einfach in den Zigarettenanzünder rein. Es wird dann aktiviert, also wird mit dem Handy verbunden. Das muss natürlich einmal eingerichtet werden. Mhm. Und ist dann quasi der ständige Begleiter. Wenn ich irgendwo einen Notruf habe, kann ich einfach den Knopf drücken.
beziehungsweise das Gerät erkennt auch, wenn ich einen Unfall habe, durch den Aufprall wird automatisch dann der Notruf abgesetzt. Okay, einen Geosensor haben wir drin und das heißt, um es nochmal ein bisschen deutlicher zu machen, man kann auch das Gerät mitnehmen und letzten Endes durch die Stadt laufen und wenn dann der böse Onkel um die Ecke kommt, drücke ich es. Und was passiert dann? Geht das dann gleich zur Feuerwehr oder? Nein? Das funktioniert mit diesem Gerät nicht. Also das ist rein fürs Auto konzipiert. Da müsste man dann auf eines der anderen Produkte zurückgreifen, wie jetzt den Anhänger oder die Pfeife, die man dann mitführen kann. Aber hier bin ich auf das Stromnetz des Autos angewiesen. Okay, aber wir haben eine mobile Lösung, das heißt, wir könnten es auch mobil haben. Genau, korrekt. Wir haben es auch gesehen, wir werden später noch mal ein bisschen einblenden, das ist so ein bisschen auch nett gemacht, weil man soll ja auch nicht merken letzten Endes, dass man einen Notfall auslöst, ansonsten würde das ja auch wieder zu etwaigen Reaktionen führen, die man möglicherweise nicht wünschen würde. Genau. Wo geht jetzt mein Notruf hin? Geht er zur Polizei, zur Feuerwehr, zum Secret Service, was passiert damit? Der geht im Endeffekt zu meiner Vertrauensperson, also ich kann das selbst einstellen, ich kann an bis zu 3 Leute eine Nachricht absetzen, entweder eine SMS, eine E-Mail oder einen Anruf, also zum Beispiel an die Frau, an die Partnerin, die dann sofort den Anruf bekommt und automatisch dann auch das GPS-Signal mit übermittelt bekommt, um zu sehen, wo ich mich gerade befinde. Das heißt, es wird auch aufgezeichnet. Das heißt, jetzt drücke ich, der böse Mann nimmt mich mit und am Ende weißen dann aber meine Leute, in dem Lagerhaus da in der Kiste hinten. Genau, richtig. Und das Signal wird auch so lange gesendet, bis ich selbst auf meinem Handy bestätige, dass es mir gut geht. Also ich muss da für längere Zeit einen Button drücken, um zu sagen, okay... Der ist hoffentlich versteckt, der Button, nicht das... Der ist versteckt, ja, genau. Weil das Ganze ein bisschen eine Art Absurdum gehört, Alter. Und genau. Wie ist so der... Seid ihr ist das euer erster Auftritt auf einer Messe? Oder habt ihr schon so ein bisschen Marktdurchdringung? Wo kann man es schon kaufen? Wir sind jetzt hier als Startup. Also das ist jetzt hier die erste Vorstellung des Produktes. Wunderbar. Das heißt, irgendwann bei Amazon und Co. wird demnächst... Mit Sicherheit. Ja, genau. Ja, wunderbar. Dann wünschen wir euch viel Glück und lieben Dank. Also Leute, die Welt wird ein bisschen sicherer. Ich habe das oftmals gelebt, auch bei Coachings, die ich gemacht habe. Das ist vielleicht in Deutschland nicht so ein Riesentopic ist. Gerade klar, beim Unfall ist natürlich immer ein Thema halt, ja. Aber in verschiedenen anderen Ländern ist es doch so, dass sich auch Mann und Frau letztens mal bedroht fühlt. Und ich finde es eine super Lösung, auch gerade kaschiert in einem Schmuckstück. Also ganz toll gemacht. Und wir wünschen euch ganz, ganz viel Erfolg damit. Vielen Dank, Herr Behrens. Dankeschön. Der MD Talk wird Ihnen präsentiert von Hankook. Gerade 11.40 Uhr und raten Sie mal, wie oft haben Sie am Tag heute schon den hier benutzt? Der wurde 1963 entworfen für eine Werbeagentur und innerhalb von 10 Jahren danach schon 50 Millionen Mal als Button gedruckt und verkauft. Ja, da kann man sich jetzt vorstellen, Harvey Ball war der Erfinder davon, der Mann muss richtig viel Geld haben. Ich sage Ihnen, wie viel er genau dafür verdient hat. $45. Man sieht also, es reicht eine gute Idee alleine nicht aus, um durchzustarten. Und genau das ist unser Thema heute. Wir reden über Startups, wir reden über Automobil-Startups. Und ich freue mich sehr, dass ich in dieser Runde hier zusammen mit Ihnen darüber sprechen darf. Ich darf Sie ganz kurz vorstellen. Ich fange hier an der Seite an. Manuela Rasthofer von Terraloop. Schön, dass Sie da sind. Schön auch, dass eine Frau dabei ist. Da reden wir nachher auch nochmal drüber. Ist ja auch nicht so, wie man sieht, so ganz normal. Dann haben wir Dirk Evensen. Er kommt vom Projektbüro New Mobility World und ist auch hier auf der IAA mit der New Mobility World vertreten. Schön, dass Sie da sind. Wir gehen rüber zu meiner linken Seite. Das ist Jürgen Mainz von High Mobility GmbH. Schön, dass Sie da sind. Und hier noch haben wir Dr. Martin Kern von Pace Telematics. Schön, dass Sie alle da sind. Ich habe es gerade gesagt, dieser hier. Also ich habe den bestimmt, ich habe vorhin überlegt, locker 20 Mal benutzt. Ist ja eigentlich traurig. Er hatte so eine tolle Idee und hat irgendwie so gar nichts davon gehabt. Bevor wir darüber sprechen, ganz kurz, mich interessiert das auch immer. Wie kommt man auf die Idee, die Sie jetzt eben gerade zum Unternehmen gemacht haben? Wie kam Ihnen Ihre Idee? Tatsächlich im Job. Also in meinem vorherigen Job kam ich auf die Idee, dass einfach heute das Wissen fehlt, wie denn Bilder angeschaut werden können, ohne dass es wirklich ein Mensch immer machen muss und dass es auch mal eine Maschine machen kann. Und das ist genau das, was Terraloop heute macht. Wir digitalisieren die Umwelt mittels künstlicher Intelligenz. Wir nutzen also neuronale Netze, um eben diese Bilder zu analysieren. Und das machen wir heute mit Geobildern. Das heißt, wir können alles erkennen, was so Häuser, Bäume, Autos und eben vor allem Straßen sind. Sehr pragmatisch quasi, wie Sie da drauf gekommen sind. Ja. Man denkt sich immer so, unter der Dusche hat man die besten Ideen. Ich habe ganz gute Ideen unter der Dusche. Wie sieht es bei Ihnen aus? Was unter der Dusche ist es entstanden oder wo kam bei Ihnen die Idee her? Das ist schwierig zu sagen, aber die Idee, die kam eigentlich daher, dass bei uns alle Mitarbeiter autoaffin sind auf der einen Seite und auf der anderen Seite im digitalen Bereich gearbeitet haben. Im digitalen Bereich, der arbeitet halt komplett anders als die Autobranche.
Da muss man vernetzen und so weiter. Und wir wollten Applikationen für Autos schreiben und das war nicht so einfach. Und dann haben wir uns halt selber überlegt, wie man das besser machen kann. Und jetzt haben wir ein Netzwerk und eine Plattform für Entwickler, sodass die ganz einfach mit SDKs, APIs und so weiter Applikationen für Autos bauen können. Und das ist wiederum interessant für die ganzen großen Autohersteller, weil die haben Zugriff auf die Entwicklerwelt. Und das ist genau das Gleiche, wie es bei Smartphones schon lange ist. Mhm. Jetzt natürlich mit einreihen, Sie haben es auch schon mitgebracht. Wie kamen Sie auf dieses wunderschöne kleine Pace-Teil? Vor allem, wie kommt der Name zustande? Das muss ich jetzt bei Ihnen gerade noch nachfragen. Pace hat mir jetzt so gar nichts gesagt. Ja, der Name war eigentlich eher ein Zufallsprodukt. ich würde sagen, also wir haben zu dritt gegründet und bei uns ist es auch ähnlich. Wir sind alle drei sehr autoaffin, Autoenthusiasten, wenn man so will, und beschäftigen uns auch sehr viel mit neuen Medien und Internetgeschäftsmodellen. Im Prinzip ist die Idee so ein bisschen abends beim Bier entstanden. Wenigstens einer in der Runde hat so eine Story und sagt, ich saß beim Bier. Sehr schön. Anhand von einem eigentlich Anwendungsfall, den das System auch abdeckt. Wenn bei Ihnen im Auto die Motorkontrollleuchte angeht, wissen Sie in der Regel ja gar nicht, was das Problem ist. Es kann 5000 unterschiedliche Gründe haben und das Auto weiß es aber sehr genau, nur der Autofahrer weiß es nicht, außer er fährt in die Werkstatt und lässt es analysieren. Und mit unserem System können Sie die Daten aus dem Auto selbst auslesen und können beispielsweise diesen Fehlercode interpretieren und wissen dann über unsere Pace-App sehr genau, was da momentan das Problem ist. Das fanden wir einen sehr smarten Anwendungsfall und haben das dann noch ein bisschen ausgedehnt und haben gesagt, was kann man denn mit so einem System, wenn Sie das Auto mit dem Smartphone verbinden, sonst noch alles machen? Und haben insgesamt jetzt 9 Funktionen, die Sie da als Autofahrer mit so einem Smart Car zum Nachrüsten sozusagen nutzen können. Gut, dann kann ich meine Verzweiflung wenigstens am Telefon dann in Worte fassen. Muss nicht sagen, hier ist ein rotes Lämpchen an, sondern kann ich sagen, hier ist ein rotes Lämpchen an, weil das und das kaputt ist. Genau. Und sitze immer noch in der gleichen Situation. Aber ist eine gute Idee. Apropos Idee, wir kommen nochmal zurück, Herr Evensen. So, ich habe es gerade gesagt, der gute Mann hier hat damit natürlich, es ging um die Welt, es geht heute noch um die Welt, hat aber damit nichts verdienen können, hat davon nichts gehabt von seinem Ruhm. Ähnlich übrigens wahrscheinlich das Beispiel, das jeder kennt, Streichhölzer, John Walker damals, hat aus Versehen bei so einer chemischen Mischung im Labor so ein Stäbchen reingehalten, hat das entflammt und hat das dann als viel zu trivial beachtet und oder gesehen, um darauf jetzt ein Patent anzumelden. Heutzutage, ich habe mal nachgeguckt, allein in den USA 50 Milliarden Streichhölzer pro Jahr. Der hätte was draus machen können. Wie kann man das denn verhindern, dass sowas passiert? Dass man eine Idee wirklich richtig an den Markt bringt? Ich glaube, die Frage, dass man die Idee an den Markt bringt und dass sie dann auch wirklich marktfähig nicht nur im technologischen Sinn ist, sondern auch tatsächlich am Markt akzeptiert wird, ist die Frage, wie kriegt man Zielgruppen zusammen? Wir haben jetzt zwei Beispiele oder drei Beispiele gehabt, wo Leute zwar autoaffin sind, aber aus einem ganz anderen Bereich direkt kommen. Und diese Menschen haben oft eine andere Sprache und zum Teil auch wissen nicht, wie ihre jeweiligen Geschäftsmodelle aussehen. Die zusammenzubringen zu einer Plattform ist meistens dann, wenn Innovation entsteht, noch tatsächlich das Licht der Welt erblickt. Das ist ja auch so ein Thema, Hersteller zusammenbringen, die sind ja meistens sehr, sehr konservativ eingestellt. Wie läuft das denn ab, wenn Sie sagen, wir haben jetzt neue Möglichkeiten, neue Anbieter, hier großes Mercedes, großes was weiß ich was, wäre das nicht was für euch? Dann heißt es wahrscheinlich erstmal, melden Sie sich an für eine Lieferantennummer und so weiter oder geht das ein bisschen schneller und so weiter? Die gibt es immer noch. Vielleicht können Sie das auch noch programmieren für Pace, für Lieferantennummern. Das wäre, glaube ich, auch ganz gut. Smarte Lieferantennummern. Da müssen Sie erst mal hinkommen, dass Sie überhaupt eine Lieferantennummer bekommen. Mhm. Das dauert meistens ein Jahr, wenn Sie Glück haben. Und also erstmal brauchen Sie ganz viele Schuhe, weil Sie so viel rumlaufen müssen. Sie müssen überall hingehen, Sie müssen überall Ihre Idee vorstellen, Sie müssen Leute überzeugen. Und in unserem Fall hier, wir sprechen halt mit so einigen der größten Konzerne in Deutschland. Da sind so viele Leute, so viele Abteilungen und das ist nicht immer so ganz koordiniert. Und jetzt in unserem Fall ist das was ganz Neues. Die kommen halt aus der alten mechanischen Welt. Die Denke ist komplett anders. Und wir gehen da jetzt mit einer komplett anderen Denke mit der digitalen Welt da rein. Also wie man da so Sachen macht mit Netzwerken und so weiter. Und Sie können sich vorstellen, dass Sie da manchmal auf Widerstand treffen und da ist extrem viel Überzeugungsarbeit zu leisten. Wie man sich das jetzt vorstellen kann im konkreten Fall, zum Beispiel hat ja jetzt Elon Musk auch angekündigt, für das neue Tesla-Modell wird es auch einen eigenen
Music App Store geben quasi. Kann man sich das vorstellen, dass es in Zukunft für jedes Auto die eigene App Store-Variante gibt? Das ist eigentlich genau das, was wir machen. Also wir arbeiten ja auch schon mit Herstellern. Wir machen gerade mit Daimler-Benz eine ganz große Challenge. Also Sie haben die Lieferantennummer schon? Ja, wir haben die Lieferantennummer. Genau. Das kann also klappen, das ist doch schon mal positiv. Ja, aber wie gesagt, da sind ein paar Schuhe draufgegangen. Also wir haben eine Lieferantennummer, wir machen zum Beispiel, also wir machen das auch mit anderen, aber das ist noch, also in der Welt ist das auch alles sehr verschwiegen und so weiter. Wir arbeiten mit denen, mit ganz vielen Developern zusammen, weltweit. Diese Developer, die entwickeln Apps, zum Beispiel in diesem Fall jetzt gerade für die neue E-Klasse. Und wir haben über 100 Funktionen von den Fahrzeugen geöffnet, mit denen die Entwickler arbeiten können. Und daraus entstehen Applikationen und die kommen dann in den App Store. Diese Applikationen, die können im Auto abgerufen werden, die können auf Smartphones benutzt werden, die können aber auch im Internet oder in der Cloud benutzt werden. Das ist komplett unterschiedlich. Also genau das, was Sie gerade sagten, im Kleinen, was Elon Musk in diesem Infotainment-System macht, machen wir wirklich im Großen, wo das gesamte Auto als Smart Car benutzt wird mit den ganzen Sensoren. Und da kommt viel, viel mehr in Zukunft als bei den Smartphones. Beim Smartphone haben Sie 12 oder 15 Sensoren. So ein Auto hat über 100 oder mehrere. Haben 100. Sie denn schon eine Lieferantennummer bei Tesla? Oder? Nee, bei Tesla noch nicht. Sehr gut. Sie haben es gerade schon angekündigt. Künstliche Intelligenz, neuronale Systeme, das ist so, das klingt so fast nach Biologie. Ich kann mir darunter ehrlich gesagt gar nichts vorstellen. Wie bringt man denn dazu, irgendwelche Systeme irgendwas auszulesen? Wie kann ich mir vorstellen, wie funktioniert das bei Ihnen? Das ist eigentlich ganz simpel. Das ist genau so, wie wir Menschen auch gelernt haben. Das hat mein Chemielehrer damals auch immer gesagt, das habe ich ihm nie geglaubt. Nein. Ich kann ein ganz einfaches Beispiel bringen. Also als Kind hat Ihnen Ihre Mutter in Bilderbüchern Pferde gezeigt. Und Sie haben dann irgendwann gelernt, ja, so sieht ein Pferd aus. Sie haben es dann in Realität gesehen und irgendwann haben Sie auch unterscheiden können zwischen einem Pony und einem Pferd, weil Sie hunderte von Pferden gesehen haben. Und genauso ist es hier auch. Wir bringen dem neuronalen Netz, wir zeigen ihm Bilder sozusagen von dem Pferd. Wir markieren die leider nicht nur hundertfach, sondern tausendfach häufig. Trainieren dann diese künstliche Intelligenz, dieses neuronale Netz mit diesem Beispiel Pferd. Und das sucht sich mit Wahrscheinlichkeiten sozusagen aus, okay, das ist also ein Pferd, das hat vier Beine und steht auf dem Boden und ist braun und hat so und so eine Größe. Mit gewissen Wahrscheinlichkeiten. Es gibt dann Filter, die werden danach noch justiert. Und dann kann das Netz eben diese Pferde erkennen. Dann wird es noch ein paar Fehler geben, so wie ich als Kind dann vielleicht noch einen Esel mit einem Pferd verwechselt habe und die Mama gesagt hat, nee, kein Pferd, ein Esel. Und genauso ist es hier auch. Wir haben dann, die Esel müssen wir dann dem neuronalen Netz auch noch beibringen, dass das kein Pferd ist, aber irgendwann funktioniert es. Irgendwann kann man dann auch noch zwischen Shetland-Ponys und Co. unterscheiden, das ist schön. Das klingt aber gerade auch so, dass Ihre Idee ganz stark auch darauf abzielt, dass das später mal fürs autonome Fahren wichtig ist. Weil wenn ich quasi als Mensch die Mama, die sagt, nee, das ist gar kein Esel, sondern ein Pferd, nicht einschalten muss in das Verkehrssystem, sondern das Auto wirklich von selber wissen muss, das ist ein Pferd, wäre das doch quasi Ihr Moment, oder? Genau das ist es. Also genau das ist, wofür auch, wir haben heute auch schon eine Lieferantennummer bekommen. Toll! Ja. Mensch, das ist doch gut. Das sind gute Nachrichten. Ja. Für die Leute, die das zuschauen und auch eine Idee haben, ist das schon mal gut. Ja, eine Lieferantennummer, das ist schon mal gut. Genau. Und es geht eben genau darum, dass das autonome Fahrzeug in Zukunft ja sehr genau wissen muss, wo ist denn die Leitplanke, wo ist denn der Gehweg, wo kann ich denn langfahren? Und das ist das Entscheidende an der ganzen Geschichte, dass das wirklich auch zu einer 99,9%igen Wahrscheinlichkeit auch stimmt, wo das Objekt ist, wie breit das Objekt ist. Das heißt, wir vermessen auch im 3D-Raum, dass das Auto dann autonom fahren kann, jetzt im ersten Schritt auch autonom parken kann zum Beispiel. Also ich kann dann im Restaurant anhalten, mein Auto fährt von selber weiter, sucht sich den Parkplatz, stellt sich hin und kommt wieder zurück. Also so wie wir das früher noch in den Future-Filmen kannten, so sollte es in Zukunft auch funktionieren. Das ist eine tolle. Das ist was, ich weiß nicht, ob es Ihnen auch so geht. Ich bin immer relativ spät dran, wenn ich da einfach rausspringen könnte, mein Auto parkt für mich. Das wäre auf jeden Fall eine Erleichterung für mein Leben. Sie haben es gerade schon angesprochen, Sie haben smarte kleine Teile gebaut, um ein Auto nachzurüsten. Andere haben es auch versucht. Sie haben es aber geschafft. Wie haben Sie das gemacht? Wir haben uns sehr viel Zeit genommen, am Anfang einmal zu überlegen, was muss wirklich der Mehrwert für den Autofahrer sein, weil wir sind davon überzeugt, das System ist sehr einfach zu installieren, aber man kann es auch sehr einfach wieder ausstecken. Das heißt, wenn Sie keinen maximalen Mehrwert für den Autofahrer bieten durch so ein System, dann wird das System in der Regel nicht lang genutzt werden. Deswegen haben wir uns in vielen Workshops erstmal hingesetzt und gesagt, welche Funktionen wollen wir haben. Und wir wollen eben, haben jetzt es geschafft, wirklich alle neuen relevanten Funktionen von so einem System in einem System zusammenzufassen. Wir haben einen automatischen Notruf mit drin. Wir haben eine Fehlercode-Analyse mit drin, die ich vorhin schon beschrieben habe. Sie können Ihr Fahrtenbuch führen, Sie können Ihr geparktes Auto wiederfinden. Es sind ganz viele
Funktionen, die so die Painpoints des alltäglichen Autofahrers adressieren. Und ich glaube, das hat uns geholfen, im Endkundengeschäft eine sehr gute Resonanz zu kriegen. Das ist vielleicht auch was so ein bisschen die Frage von vorhin noch adressiert. Wir haben momentan noch keine Lieferantennummer. Wir sind aber, glaube ich, Sie können ja nachher Tipps abtauschen und austauschen, wie Sie das gemacht haben. Wir sind an sehr vielen Stellen kurz davor, eine Lieferantennummer zu bekommen. Und bei uns hat es sehr viel geholfen, dass wir uns am Anfang ganz klar auf das Endkundengeschäft fokussiert haben. Wir haben viel Online-Social-Media-Marketing gemacht, haben uns da eine schöne Community aufgebaut, machen jetzt auch gerade ein bisschen TV-Werbung für das System. Und die Visibilität im Endkundenbereich, die hat uns geholfen, dass wir ganz, ganz viele B2B-Anfragen bekommen haben. Wir sprechen eigentlich mit fast allen Automobilherstellern, mit allen großen Zulieferern. Wir sprechen mit vielen Unternehmen im unabhängigen Aftermarket, weil das natürlich auch für Werkstatt- und Servicegeschäfte ein sehr wichtiges Tool ist für Kundenbindung für die Werkstatt, wenn sie remote die Fehlercodes auslesen können. Und wir sind eigentlich mehr am Abarbeiten und am Hinterherrennen momentan als am Klinkenputzen, was eine sehr schöne Situation ist. Ja. Aber ist es so, dass die Hersteller sagen, ach toll, sie wollen da an meinen Schnittstellen rumfummeln? Oder sagen die eher, ja, das ist ganz toll, jetzt haben wir aber hier, nachdem sie dann unsere Lieferantennummer nach 10 Dokumenten erhalten haben, haben sie jetzt noch 20 Dokumente, was sie machen dürfen und was nicht? Oder wie sind da schon die ersten Reaktionen? Können Sie das schon einschätzen? Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Also die Automobilhersteller sehen das mit Sicherheit sehr differenziert. Der Herr Zetsche hat ja auch mal in einer Podiumsdiskussion gesagt, dass die Startups für ihn Frenemies sind, also Friends und Enemies gleichzeitig. Und ich glaube, so werden wir auch ein bisschen gesehen. Einerseits finden die das sehr spannend, was wir machen und wie schnell wir da eine qualitativ hochwertige App und ein Cloud-System aufgestellt haben, das viele andere eben so schnell nicht hinbekommen haben und das einen sehr guten Mehrwert bietet und sehr, sehr stabil funktioniert. Auf der anderen Seite will natürlich eigentlich jeder gerne auf diese berühmt-berüchtigte OBD2-Schnittstelle drauf und da kann halt nur einer drauf. Und wenn wir da drauf sind, dann ist es natürlich vielen anderen ein Dorn im Auge, dass wir da drauf sind. Also von daher haben Sie schon recht, also man muss es immer von beiden Seiten sehen. Das ist sowieso eine ganz spannende Frage, die geht an Sie alle. Sie sind ja auch auf der New Mobility World, unterhalten sich mit Sicherheit auch mit Kollegen. Wie ist denn der Dialog gerade? Sie haben gerade gesagt, Frenemies, das finde ich großartig, toller Begriff. Wie ist denn der Dialog mit den großen Playern, mit den Herstellern, die schon da sind? Kann man den beschreiben? Also ich muss sagen, es ist sehr unterschiedlich und gleichzeitig sehr gut. Also die meisten, gerade in den letzten Tagen, haben eigentlich alle großen Hersteller auch die Chance genutzt und sind über die New Mobility World gelaufen. Wir haben sehr gute Kontakte auch machen können, eigentlich wirklich zu fast allen Leuten, die groß Interesse daran hatten, eben zu erfahren, was gibt es denn so. Also auf jeden Fall, ich denke auch, Frenemy trifft es ganz gut. Ja, das Interesse ist sehr groß. Von Ihrer Seite auch? Ich habe eher das Gefühl, es ist ein sehr gutes Add-on. Also wir zum Beispiel haben eher das Thema, dass man immer sagt, ja, sind wir dann der neue Kartendiensthersteller, weil wir ja diese digitalen Informationen herstellen, sagen wir, nee, das sind wir überhaupt nicht. Ach, Sie sind im Navi. Ja, genau, wir sind ja gar nicht, sondern wir sind wirklich die, das Add-on liefern. Mhm. Dadurch, dass wir das aus Luftbildern machen, können wir halt sehr, sehr genau auf 3 Zentimeter genau diese Informationen, die Objekte liefern. Wo ist also der Gehweg oder eben wo ist der Parkplatz? Und das sind Sachen, die heute aus diesen terrestrischen Befahrungen, wie es heute normalerweise gemacht wird, eben gar nicht kommen. Und deswegen werden wir heute für Qualitätszwecke, für Zusatzinformationen eingesetzt und deswegen sind wir, glaube ich, eher ein Friend statt Enemy, aber ja, man schaut sich das gut an. Evensen, Sie haben den Überblick. Ist das so? Frenemy-Dialog, findet da was statt? Ich glaube, es ist tatsächlich so vielfältig, wie Sie auch eingangs gesagt haben. Aber wir haben uns in den letzten 2 Jahren da enorm weiterentwickelt. Das war wirklich noch so ein starkes Fremdeln, dass man auch wirklich keine Sprache gefunden hat und auch von der gesamten Technologiehintergrund, den die Automobilindustrie mit sich bringt und ja auch so eine Ingenieurskunst hat, sagen, da kommen jetzt so Ingenieure und tüfteln da rum, da gab es einfach auch, kulturelle Brücken zu überwinden. Und jetzt, glaube ich, wie Sie gesagt haben, kommen ja auch wirklich die OEMs und auch die Zulieferer und es gibt einen viel stärkeren Dialog. Und das ist ja genau das, was wir hier auch mit der New Mobility World schaffen wollen, die Plattform, damit man ein bisschen weniger Schuhe kaufen muss, damit die Leute ein bisschen stärker zusammenkommen und auch eine gemeinsame Sprache finden. Sie haben auf Ihrer Website so schön stehen, wir fokussieren auf Ergebnisse. So heißt das da. Ja. Sie haben auch einen Wettbewerb ausgerufen hier unter den Startups. Sie sind die Seniors hier, habe ich mir schon sagen lassen, obwohl genau. Sie alle nicht so aussehen, aber Sie gehören zu den Seniors. Was erwarten Sie sich denn für Ergebnisse von so einem Contest? Ist das dann was Konkretes? Ist das was für die Zukunft, was man da haben kann? Oder ist das einfach mal so eine Ideenschau in dem Moment? Also
Der Contest hat natürlich ein Ergebnis, wo man auch Preise gewinnt von Partnern. Und die haben einen gewissen Wert. Das können Öffentlichkeit sein, das kann tatsächlich Kontakte sein, auch zum Beispiel in Übersee, China und dergleichen. Also das gibt es alles. Aber das Ergebnis natürlich darüber hinaus soll sein, dass das, was als interessant angenommen wird, nicht nur interessant ist, sondern auch als Lieferantennummer sie umsetzt. Oder es ist ja durchaus ein disruptives Geschäft. Es geht ja nicht nur darum, mal hart gesagt, neue Zulieferer zu generieren, sondern es geht auch darum zu sagen, wir schaffen was Neues. Wir schaffen neue Mobilität, die sich anders organisiert. Und da kann es auch durchaus gehen, dass sich Rollen verschieben. Und das wollen wir natürlich auch als Ergebnis schaffen. Das werden wir aber wahrscheinlich nicht bis zum 17. schaffen, sondern das ist ja das, was wir dadurch überhaupt ermöglichen wollen. Jetzt sind Sie ja alle auch nicht auf Deutschland beschränkt. Im Moment gerade vielleicht noch so, ich sag mal, die einzelnen Projekte fokussiert auf Deutschland. Wir haben ja auch viele Hersteller hier, bietet sich ja auch an, aber es ist ja auch was Globales. So, und jetzt kommen zu den Frenemies, die es untereinander noch gibt, noch die Enemies aus USA dazu, nämlich die amerikanischen Startups. Da hat man ja immer so das Gefühl, das, was die machen es immer gleich so richtig. Ist das so, dass die Deutschen da so ein bisschen hinterherhinken, weil wir noch keinen so ein Silicon Valley so richtig haben? Oder sind vergleichsweise, können Sie jetzt auch selber beantworten, fühlen Sie sich da dem Markt gewachsen, wenn plötzlich global Startup-Pitching wäre, würden Sie da sich neben die Elon Musk dieser Welt stellen wollen? Oder? Definitiv. Definitiv. Naja, also wir haben gerade zum Beispiel einen weltweiten Preis gewonnen als das beste Automotive-Software-Unternehmen. Und da wurden halt alle angeguckt, aus den USA, aus Indien, Japan und so weiter. Und es gibt ehrlich gesagt in den USA gar keinen, der das so macht. Das größere Problem ist, dass die Firmen wie Google und Apple in unserem Bereich eigentlich sehr stark in die Autos rein wollen. Und die Nähe der amerikanischen Autohersteller zu diesen Firmen ist natürlich wesentlich größer als die, sage ich mal, von Mercedes oder Porsche oder BMW zu diesen Firmen. Die wollen das eigentlich so gar nicht. Das ist auch ein bisschen eine Chance für uns. Und wir gehen aber auch ganz bewusst, sage ich mal, erstmal den europäischen Markt an. Wir sprechen auch mit den Amerikanern, aber man muss erstmal in seinem Heimatmarkt stark sein und dann geht man raus. Das machen die Amerikaner übrigens ganz genauso. Die fangen auch nicht erst in Europa an. Aber die haben einen großen Vorteil. Die sind oftmals deutlich besser finanziert und die Erwartungshaltung der Investoren ist eine andere. Die wollen einfach, dass sie möglichst schnell wachsen und den Markt beherrschen. Und in Deutschland ist auch von Investorenseite eigentlich eher gefordert, klar, das wollen die auch, aber man soll auch relativ schnell Gewinne machen oder zumindest eine schwarze Null schreiben. Und da spielen wir dann mit etwas anderen Karten. Also da haben die einen Vorteil, wenn die so agieren können. Das ist ein bisschen wie ein Boxer, der eine hat Handschuhe an, der andere nicht. Das ging schon wieder so unfair. Aber das, wie heißt das, im Leben und im Tod geht es nicht der Reihe nach? Es ist einfach nicht so, ne? Ist einfach so. Genau. Also wie ist das? Sie haben gerade das Thema Investoren angesprochen. Das ist ja auch sehr spannend. Man hört ja auch immer wieder von Startups, die dann nachher wohl eigene Chefs, ich meine, Steve Jobs hat selber miterlebt, selber mal rausgeflogen, Elon Musk übrigens auch aus dem eigenen Unternehmen rausgeflogen. Wie macht man das? Ich stelle gleich mal zwei Fragen, weil dann können Sie gerade mal losdiskutieren. A, wie kommt man überhaupt dazu, dass man Investoren bekommt, die einem wirklich mal gut Geld geben, weil das ist ja doch am Anfang sehr, sehr wichtig. Und B, wie schafft man es, die dann im Zaun zu halten, dass man sagt, ja, danke fürs Geld, aber ich möchte trotzdem erstmal noch ein Stückchen so weitermachen, wie wir jetzt gerade angefangen haben. Das waren es ruhig, Herr Kerns. Also ich glaube, das Wichtigste ist, dass man sich genug Zeit nimmt, die Geschäftsidee so zu durchdenken und so zu konkretisieren, dass man selbst zu 100% davon überzeugt ist, dass man das Richtige tut. Weil dann muss man in Investorengesprächen einfach nur noch ehrlich sein und muss nicht irgendeine Geschichte erzählen, an die man selbst eigentlich nicht wirklich glaubt. Dann kann man das am glaubwürdigsten rüberbringen. Und dann hängt es eigentlich nur davon ab, ob die Konstellation, Team, Geschäftsidee und Markt wirklich attraktiv genug ist aus Investorensicht meiner Meinung nach. Also ich kenne auch viele Investoren, die einen sehr starken Fokus auf das Team erstmal legen und sagen, wenn das Team gut ist, dann investiere ich, weil ich an das Team glaube. Und wenn die vielleicht noch ein, zwei Mal die Geschäftsidee schärfen müssen, dann werden die trotzdem eine gute Lösung finden. Aber das kommt sicher so ein bisschen darauf an, welcher Investor da welche Präferenzen hat. Ich glaube, inzwischen ist es in Deutschland relativ einfach, zumindest so die Anschubfinanzierung von einem Startup gut hinzubekommen. Es gibt sehr viele Family Offices, die sich im Startup-Bereich investieren inzwischen, sehr viele große Business Angels, die selbst irgendwann schon mal ein Unternehmen erfolgreich verkauft haben und das Geld reinvestieren. Ich glaube, die Herausforderung ist dann eher, so wie Sie es gerade auch schon gesagt haben, an der Schwelle zur Skalierung, wo man eben noch nicht profitabel ist und wo man dann nochmal eine zweite Runde braucht, da
die größeren Finanzierungen dann hinzubekommen. Ich glaube, da haben viele in Deutschland momentan noch ein Problem. Und da kommt es halt darauf an, dass man selber sozusagen so gut seine Sachen und seine Zahlen im Griff hat, dass man eine glaubwürdige und realistische Geschichte erzählen kann. Herr Evensen, ist der Automarkt besonders schwierig, da Investoren zu bekommen, sich da Fuß zu fassen? Oder ist das eine Sache, wo man sagt, nö, also wenn jetzt jemand eine Idee hat, wie man vegan irgendwas machen kann, ist man sowieso gut dabei? Ich glaube, dass der Sektor an sich eigentlich gut finanziert ist. Also das ist auch eine Industrie, die sehr stabil und sehr, 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 sehr kraftvoll ist, auch über mehrere Kontinente hinweg. Aber es ist tatsächlich so, wie Sie geschrieben haben, gesagt haben, dass es diese Schwelle von wir bauen das Geschäft auf zu wir werden jetzt ganz aggressiv und wir eskalieren jetzt. Und zwar, und Sie hatten es auch angesagt, die gehen so schnell raus. Das ist, glaube ich, eine Frage, wo sich die Geldflüsse, die dann fehlen vielleicht in Deutschland, auch Ausdruck der kulturellen Begrenzung sind, die wir haben. Wir sind sehr viel stärker konsensorientiert, Technikfolgenabschätzung sehr viel stärker. Sie hatten ja auch eingangs gesagt, kriegen jetzt alle Lieferantennummern. Dieses Gedankenmodell sehr dahinter. Sehr viel ängstlicher vielleicht auch, oder? Viel stärker ins bestehende System quasi Innovationen, iterative Prozesse anzubringen, als zu sagen, ich räume diesen ganzen Mist auf, wenn man diese Perspektive hat, weil aus irgendwelchem Grund sagt, das kann doch wohl nicht sein. Zum Beispiel, ich kriege immer nur ein rotes Lämpchen, wir sind im digitalen Zeitalter und da sagt mir, irgendwas stimmt nicht. Vielen Dank, das habe ich auch schon festgestellt, das Auto steht nämlich. Ja, also diese Art von Informationsgap ist natürlich eigentlich eine Unverschämtheit. Mhm. Und daraus eine Motivation zu machen, zu sagen, ich will das nicht und da werde ich jetzt richtig durchmarschieren, der ist sowohl bei den Startups, aber eben auch bei den Investoren, die sagen, das macht ihr auch. Und da will ich eben nicht jetzt sofort sehr schnell auf das laufende Geschäftsmodell, das profitable Geschäftsmodell wechseln, sondern ich möchte, dass ihr das durchzieht. Ich glaube, da ist die Herausforderung. Wir haben ja diese Startup-Challenge gemacht, über die Sie gesprochen haben. Wir haben wirklich, die war ja global, aber auch mit einem globalen Partner. Und wir hatten tatsächlich auch selbst von Ländern, die nicht so klassische Hubs sind wie Silicon Valley, wie Israel, sondern auch von wirklich Bangladesch oder ich würde gerade sagen, in Israel ist ja auch irgendwie so ja, relativ viele Techies, die da genau. Vorsicht erklären. Ja, genau. Und wir sehen ja hier Finalisten, das sind nicht alle, aber die ja zumindest deutschsprachig sind. Und das heißt, Ideen sind überall da. Die Frage ist aber, wie gehen wir mit Ideen um und wie disruptiv erlauben wir uns auch zu sein oder sagen, wir wollen es anders haben. Wir suchen nicht unbedingt nach der Lieferantennummer. Und dazwischen gibt es, glaube ich, noch Spielraum. Google Street View hat ja damals extremste Probleme gehabt, gerade auch in Deutschland zum Thema Datenschutz. Wir Deutsche sind ja da sehr, sehr bedacht auf unsere Daten. Jetzt vermessen Sie da wild die Welt von Fenstern bis Pferden. Wie ist es bei Ihnen? Wie schaffen Sie das, dass Sie neben diesen ganzen Investorenanforderungen auch noch die rechtlichen Anforderungen irgendwie im Zaum halten? Wir haben da eine sehr gute Basis in Deutschland. Es gibt ganz klare Richtlinien, die man sich halten muss. Das heißt, unter 7 cm pro Pixel Auflösung darf ich natürlich keine Persönlichkeitsrechte verletzen. Das ist ganz klar. Das heißt, für uns sind aber auch nur die Sachen interessant, die fix sind. Das heißt, eine Straße, ein Gehweg, eine Leitplanke. Und all die Dinge, die unter diesen Persönlichkeitsschutz fallen, also eben so Sachen wie zum Beispiel Fußgänger, Fahrradfahrer, aber auch natürlich Kennzeichen von Fahrzeugen selbst, die rechnen wir raus. Also die sind für uns gar nicht interessant, weil natürlich das in der Karte, der Fahrradfahrer wird nicht wieder an der gleichen Stelle sein. Das heißt, das ist für uns auch nicht wichtig und deswegen werden die sowieso eliminiert. Das heißt, wir haben da gar keine Probleme mit irgendwelchen Persönlichkeitsrechtsverletzungen, weil diese Themen eben gar nicht vorkommen in den Karten. Okay. Auch wieder in der juristischen Ecke geblieben, aber in eine andere Art gedacht. Wenn wir jetzt alle plötzlich mit Apps rummachen in unserem Auto und vielleicht auch nachrüsten, wie sieht es denn mit der Garantie aus? Hat es da irgendwie einen Einfluss drauf? Oder man dann sagt, toll, jetzt habt ihr meinen Neuwagen hier mit allen tollen Smartphone-Funktionen ausgestattet, aber jetzt ist es leider nur noch 2 Jahre wert, Garantie drauf wert. Tja, das ist eine gute Frage. Also erstmal ist es so, der Hersteller gibt die Garantie für sein Auto. Bei uns auf der Plattform ist es auch so, dass der Hersteller immer entscheiden kann, was überhaupt Zugang zu seinem Auto hat. Es ist also nicht so, dass jeder machen kann, was er will. Das sind ja auch sehr, sehr viele sicherheitskritische Aspekte zu bedenken. Und am Ende muss auch der Nutzer, also der Fahrer, seine Zustimmung geben, dass irgendwas passiert. Wie beispielsweise, dass ein Amazon direkt in den Kofferraum liefern darf und der DHL-Fahrer dann einen Code bekommt, wo er dann mit dem Smartphone den Kofferraum einmal aufmacht. Das darf der nicht einfach so machen.
Das wird in Stufen passieren, diese Freigabe von den Funktionen im Auto. Die Autohersteller testen das, wie weit sie Sachen freigeben können und wollen und gucken auf der anderen Seite auch, was ist überhaupt der Bedarf? Welche Funktionen möchten die Entwickler und die Kunden haben? Und dann wird geguckt, wie das bei denen in die Garantie mit reinspielt. Können Sie da zustimmen, oder? Da würde ich auf jeden Fall zustimmen. Ich würde sogar noch ergänzen, dass es in der Beziehung eigentlich sogar ein Vorteil ist, dass in Deutschland ja alles sehr viel gesetzlich und mit viel Bürokratie geregelt ist. Bei uns am ganz konkreten Beispiel ist es so, wir haben die Hardware selbst entwickelt in Zusammenarbeit mit einem deutschen Tier-1-Supplier, also mit einem Automobilzulieferer. Und die wurde sehr umfangreich getestet und auch zertifiziert, beispielsweise mit einer E-Mark-Zertifizierung. Und E-Mark-Zertifizierung ist das, was gemäß Straßenverkehrsordnung vom Kraftfahrtbundesamt vorgeschrieben ist für Zubehör, das sie im Straßenverkehr einsetzen. Deswegen gibt es durchaus solche Systeme, die eben diese ganzen Anforderungen erfüllen. Es gibt aber natürlich auch welche, die Sie sich für ein paar US-Dollar auf eBay aus Asien bestellen können, die diese ganzen Zertifizierungen nicht haben und die ich persönlich mir auch nie in mein fahrendes Auto stecken würde. Und da ist man genau an dem Punkt. Wenn man sich an die gesetzlichen Vorschriften und an die ganzen Standards hält, ist es kein Problem. Dann hat es auch keinen Einfluss auf die Garantie. Aber man kann sich natürlich nicht beliebig alles, sollte man sich nicht beliebig alles ins Auto stecken. Das ist schon wichtig zu wissen. Es klingt immer so, wenn man die Start-ups hört, die hier ausstellen, hat man so in Gänze manchmal das Gefühl, das Auto wird einfach spaßiger. Ist das so oder gibt es ganz viele andere Aspekte, wo man sagt, nein, nein, da passiert noch viel mehr in diesem Bereich, außer dass es jetzt alles connected und Spaß ist? Ja, man sagt immer, das neue autonome Fahrzeug wird das Wohnzimmer der Zukunft sein. Also es soll definitiv spaßiger werden, wenn man sich diese Concept Cars auch anschaut, wie sie heute gibt. Ich brauche diesen Motorraum gar nicht mehr, das heißt, das Ganze verschwindet, ich habe mehr Platz im Innenraum. Ich kann mich mit anderen Dingen beschäftigen, ich habe also nicht mehr dieses Problem des Staus. Ich stehe da also stundenlang im Stau und weiß nicht, was ich tun soll, sondern ich kann im Auto arbeiten, ich kann Fernsehen schauen, ich kann es mir gemütlich machen, ich kann mit Freunden chatten. Also ich denke, das wird auf jeden Fall eine Bereicherung in der Zukunft werden, dass ich hier einfach auch wertvolle Zeit gewinne und die Transportzeiten nicht mehr so langweilig sind, wenn es nur im Stau zu stehen. Sie haben auch ganz viele Startups bei sich in der New Mobility World. Was sagen Sie dazu? Alles ein bisschen mehr Fun oder ist da noch Komfort? Nein, ich glaube, Safety? Der Fun hat einen Effekt, der dafür sorgt, dass Sachen auch tatsächlich auf dem Markt bestehen werden. Im Endeffekt geht es darum, vielleicht gar nicht mehr im Stau zu stehen. Also die Effizienz. Das Effizienzpotenzial im Verkehr selbst, in Mobilität selbst, ist ja enorm. Also nehmen wir mal einfach das Auto, was sonst 23 Stunden da steht und einen Parkplatz belegt, den vielleicht ein anderer auch noch haben möchte oder einfach halt das Stadtbild verschönert. Und all das ist ja eine Perspektive, die man vielleicht sich, die man anders sich vorstellen kann. Und aber damit man die Technologie und auch vielleicht die Verhaltensänderung und das andere System ermöglichen kann, muss es im Endeffekt attraktiver und für mich besser sein. Und das hat dazu zu tun, wo Spaß einfach und das Erleben eine ganz wichtige Rolle spielt. Weil wenn es irgendwie um Verzichtserklärungen geht, wird in einer Marktwirtschaft es nie irgendwie das Licht der Welt erblicken. Auch nicht in der Demokratie übrigens. Wir haben vorhin schon mal kurz den Blick nach Silicon Valley gemacht. Wir haben jetzt hier Berlin, München, Karlsruhe. Wo ist das denn so in Deutschland? Wo haben Sie das Gefühl, da ist so ein Spirit da? Oder hat so jede Stadt ihren eigenen Spirit? Berlin. Oder? Ja, natürlich. Ja, ich finde es tatsächlich interessant, wenn Sie mal gerade so das ein bisschen von sich aus erzählen würden, weil vielleicht ist ja tatsächlich da eine Gemeinsamkeit, ein Unterschied. Also so einen richtigen, ich sage jetzt mal so ein Startup-Hub. Die Silicon Valley haben wir ja noch nicht. Doch, Berlin. Ist Berlin, alles klar. Gut, dann. So, warum ist es für Sie Berlin? Also ich kann aus persönlicher Erfahrung sprechen. Ich habe früher in Silicon Valley, also in San Francisco und Silicon Valley gearbeitet. Hier sagt man einfach immer Silicon Valley und das ist dann so ein Ding. Aber Silicon Valley ist riesengroß. Das geht von oben von San Francisco bis runter nach San Jose. Da sind Santa Clara dazwischen und so weiter. Da sind unheimlich viele Firmen, aber es ist nicht so konzentriert. In Europa, würde ich sagen, ist momentan Berlin wirklich der Hotspot. Da sind die ganzen Hubs, da sind die ganzen Accelerators und da sind unglaublich viele Startups. Und man merkt das auch auf der Straße. Also wenn man bei uns, wo wir unser Büro haben, über die Straße geht, die Hauptsprache ist Englisch.
Das liegt an den Entwicklern, die da hinkommen. Die Leute, die jungen Leute, die wollen nach Berlin kommen, weil da sind die Firmen. Auf der anderen Seite, die Firmen kommen dahin, weil da halt die jungen Leute sind und die Startups sind. Zum Beispiel die ganzen Autohersteller, bis auf BMW, die haben alle in den... Ja, ist so. Ja, weil die sind ja Münchner, ne? Irgendwie. Die sind im Silicon Munich. Ja, ne? Ja, genau. So. So, die feiern, machen immer Oktoberfest und so. Und wir müssen arbeiten, wir sind halt Preußen, ne? Und die ganzen Autohersteller, die haben alle Digital Hubs in Berlin. Und mit denen sprechen wir wöchentlich. Die kommen zu uns. Und das ist das Tolle eigentlich daran. Da ist ein ganz, ganz tolles Netzwerk. Da hat man ganz kurze Wege. Da kann man mit den anderen Firmen was zusammen machen. Das sind andauernd irgendwelche Veranstaltungen. Und da muss ich sagen, das ist besser, als es zu der Zeit war, wo ich im Silicon Valley war. Ist auch schon ein bisschen her, aber nichtsdestotrotz. Es ist einfach diese Nähe. Man geht irgendwie aus dem Büro raus, eine Viertelstunde später ist eine Veranstaltung, dann geht man wieder ins Büro rein. Das macht so einfach. Auch die ganzen Investoren sind alle da. Also das ist, also für mich ist es Berlin, definitiv. Gibt es nichts. Ja, absolut. Bei Startup Bootcamp zum Beispiel gab es auch viele Bewerbungen aus den USA, wo gesagt wurde, ihr seid doch in den USA, warum kommt ihr hier hin? Da habe ich gesagt, weil es dort nichts gibt, was Bereich Mobilität wirklich als Hub definiert. Außerdem haben wir hier die größten, also ich sag mal, die renommiertesten Autohersteller der Welt. Das muss man einfach mal sagen. Wenn man hier mit Porsche arbeitet oder mit Mercedes, dann ist man so auf dem Olymp. Da kommt man ja nicht, also wo will man denn da noch hin? Also ich glaube, natürlich ist es jetzt die ganz große Diskussion München oder Berlin, weil die München natürlich immer sagen, es ist München. Wir haben auch sehr große Projekte in München, auch sehr große Startup-Hubs natürlich in München. Wir haben ein Office in München und Berlin, deswegen kann ich da jetzt sozusagen beide Welten verstehen und kenne auch beide Welten ganz gut. Es stimmt, Berlin hat natürlich ganz viel, also wahrscheinlich noch eine größere Startup-Szene momentan als München. Ich glaube, München ist mehr so technologieorientiert an vieler Stelle durch die Technische Uni München sehr stark. Es sind andere Art von Investoren in München als in Berlin, kann man sagen. Also es ist schon noch ein bisschen unterschiedlich. München holt auch stark auf. Bayern gibt ganz viel Förderung gerade auch natürlich in diesen ganzen Startup-Bereich hinein, weil wir natürlich alle wissen, und das gilt aber für Berlin das Gleiche, dass natürlich gerade so dieser neue Markt diese alten Riesen auch ein Stück weit unterstützen kann. Also ich meine, klar, Siemens und all die großen Firmen, auch alle großen Automobilhersteller natürlich, wissen, dass jetzt ganz viele Veränderungen anstehen in den nächsten 10 Jahren und dass sich natürlich die neuen oder die alten Stars natürlich auch ein bisschen Stückchen weichen werden und neue Stars entstehen werden. Und dieses Zusammenspiel ist ganz wichtig und deswegen wird auch der Wert auf die Startups gelegt. Und wir hatten es vorhin schon, die Unterstützung ist wirklich sehr, sehr groß, also in München und in Berlin. Und wir können auch noch arbeiten und nicht nur Oktoberfest feiern, auch wenn das jetzt ansteht. Ja, tatsächlich. Und ich glaube, also wir haben in Deutschland sehr gut, generell eine sehr gute Startup-Szene. Ich will jetzt auch gar nicht die Stuttgarter vergessen, gibt ja das Projekt Autobahn. Also es gibt ja auch hier, wo auch sogar den großen Amerikaner auch mit dabei sind. Also wir sind einfach ein dezentrales Startup-Hub hier in Deutschland. Genau. Ich habe noch ganz kurz zum Schluss und wirklich kurz, weil wir sind schon fast am Ende unserer Sendung, aber es gibt ja sowas, ich finde es großartig, ich war einmal schon dabei in Frankfurt, es gibt es aber auch in München, in Berlin, bestimmt überall, die Fuck-Up-Night. Großartig, wo Leute mal erzählen, wie sie grandios gescheitert sind. Ganz kurz aus dem Nähkästchen, wirklich kurz. Haben Sie einen Moment gehabt, wo Sie so richtig auf die Schnauze gefallen sind bis jetzt? Weil das ist immer so ein Moment, wo man sagt, okay, das ging denen auch so und es macht einem einfach Mut. Gab es sowas? Nee, eigentlich nicht. Also okay, da haben wir bisher Glück gehabt. Das ist nicht schön. Das ist super. Irgendjemand muss doch jetzt hier gescheitert sein. Das ist doch Mut machen für draußen, für die Leute, die jetzt auch irgendwie ihre Idee haben. Haben Sie irgend so einen Moment gehabt, wo Sie gedacht haben, oh, das ging jetzt richtig schief und Gott sei Dank, wir haben es wieder eingeholt? Oder sind Sie alles hier die 1-Plus-Schüler? Also ich glaube, es gibt immer auch Themen, wo, also jeder, der hier sitzt, kann sicher kleinere Themen erzählen, die gescheitert sind. Ich würde sagen, das große Scheitern, Gott sei Dank nicht, sonst würden wahrscheinlich nicht alle hier sitzen, aber kleine Scheiterungsthemen hatten wir alle. Klassisch zum Beispiel Finanzierungsrunden dauern immer viel länger, als man sie eigentlich gerne hätte. Man hat einen Investor, der sagt, ja, ich mache das und dann 2 Wochen später ist es doch alles wieder hinfällig und man fängt wieder von vorne an und das dauert 3 Monate länger. Also diese Themen, glaube ich, hat jeder von uns sicher schon mal gehabt. Ja. Aber das sind ja eher Stolpersteine, ne? Ja. Irgendwie die gehören einfach dazu, das ist so. Also so sehr viele kleine Fuck-ups quasi. Jede Menge. Stolpersteine und Zeitfresser auch. Ja. Auch beispielsweise Rechtsstreite, wenn man Abmahnungen bekommt von Wettbewerbern oder irgendwelche Anwälte dann um des Rechtsstreits willen viel Zeit investieren in irgendwelche rechtlichen Fragen. Das sind Sachen, die einfach einem Zeit klauen und die natürlich schon sehr frustrierend sein können und für lange oder sehr kurze Nächte sorgen und lange Abende sorgen können. Und wahrscheinlich sehr viele leere Weinflaschen, um da einfach auch manchmal durchzukommen. Was gibt es denn noch für einen Tipp, Herr Evensen, was man den Startups da draußen jetzt mitgeben kann, wenn die jetzt sagen, ich habe eine tolle Idee, ich weiß nicht so richtig, wie macht man das?
die meisten Startups wissen es ja schon, dass sie Öffentlichkeit suchen. Das sind die Schuhe, über die Sie schon gesprochen haben. Ich würde immer sagen, Plattformen suchen. Plattformen suchen, wo man mehrere Leute zusammenbekommt. Das kann die New Beauty World sein, das sind aber auch andere Formate, um genau diesen Dialog zustande zu bringen. Und präsentieren, 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 ja, macht die Übung den Meister. Das schärft den Gedanken, wie Sie gesagt haben, man muss vorher richtig viel nachdenken und dann nochmal weiter nachdenken und dann nochmal. Und präsentieren, präsentieren. Und das ist wirklich der Tipp. Für Frauen vielleicht speziell noch ein Tipp? Selbstbewusstsein. Wir Frauen tendieren immer dazu, zu sagen, ja, ach, die können das viel besser oder ja, wir sind gar nicht so gut. Zu sagen, hey, ja, nee, wir sind super und wir können das total gut. Das ist einfach schon das Wichtigste für Frauen. Ja, aber Frauen sagen es einfach nicht. Genau. Gleiche Bewertung, ne? Ein Mann geht raus und sagt, ach, bin ich dufte, wenn die Frau kommt raus und sagt, oh, ich habe alles falsch gemacht. Ne? Das ist genauso. New Mobility World, die kann man noch erleben bis zum Sonntag jetzt, am, was haben wir denn da, 17. 17. ist das? Genau. Genau, und Sie sind ja alle im Finale. Wann wird das entschieden? Kann man Ihnen helfen? Kann man Sie wählen? Wie macht man das? Heute Abend. Heute Abend? Heute Abend, das ist um 17.30 Uhr. Werden wir auf der Bühne, der Forumbühne der New Beauty World, erst die Präsentationen erleben, über die wir gerade gesprochen haben. Da wird eine Jury entscheiden. Auch über einen Livestream, wenn man jetzt gerade nicht da ist? Oder? Nein, aber mit live Social Media. Okay, Bericht. Also man kann es ein bisschen mitverfolgen, genau. Auf jeden Fall. Was ganz kurz mal so unter uns, was pitcht man da so heute Abend? Was man pitcht? Ja, verraten Sie noch nicht. Nee. Das ist ein gutes, sehen Sie, das wollte ich jetzt wissen. Hätten Sie es mir gesagt, dann hätte ich das schon gesagt. Das sind ja alles Konkurrenten. Richtig, sehen Sie, ein bisschen Frenemy muss auch hier sein. Ich sage auf jeden Fall schon mal vielen herzlichen Dank, dass Sie alle da waren. Ich drücke Ihnen ganz, ganz fest die Daumen, dass hier mehr Lieferantennummern dazukommen, dass auf jeden Fall wenige kleine Fuck-Ups dazukommen, wenig Anwälte und sage vielen, vielen Dank. Wenn Sie die Sendung gut fanden, geben Sie uns auf jeden Fall ein Like, ein Smiley und sonst was dafür. Das mal hier, auch wenn dieser arme Herr Ball nichts mehr davon hat. Bei uns geht es jetzt gleich weiter hier im Programm mit der offiziellen Eröffnungsfeier von gestern nochmal. Spannende Bilder. Angela Merkel war da, die übrigens auch ein Herz für Startups hat. Damit legen wir jetzt weiter los. Vielen Dank für das Gespräch und viel Spaß zu Hause. Die Talk wurde Ihnen präsentiert von Hankook.